Meine Damen und Herren, guten Tag. Wie schön, dass Sie da sind. Wie schön, dass es Ihnen allen gelungen ist, hereinzukommen. Ich habe selber gemerkt, es war nicht einfach. Als ich gerade unten am Eingang war, fragte der Herr am Empfang, ja, wie ist denn das Stichwort zur Veranstaltung? Was gucken Sie denn da? Und der Herr, der angesprochen war, sagte, naja, Jesiden. Und es passierte nicht, sondern sagte er, und Christen. Und der Pförtner war unerbittlich und er sagte, nein, das Losungswort, was ich habe, ist Religionsfreiheit. Sie haben das alle richtig gemacht, offenbar, oder einen weniger strengen Herrn gehabt. Religionsfreiheit ist unser Thema. Ich bin Tanja Samrotzki, ich darf Sie dabei begleiten. Es geht bei diesem Kongress um das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und es geht um die Zukunft zweier Glaubensgemeinschaften. Es geht um die Zukunft von Christen und Jesiden, just in der Region, in der sie ihre Wurzeln haben. Seit dem 12. Jahrhundert leben Jesiden ihren Glauben im heutigen Nordirak. Und Sie wissen, seit 2000 Jahren etwa pflegen auch die Christen ihre Religion dort, wo sie ihren Ursprung hat. Nicht erst seit dem Terror des IS sind Christen und Jesiden allerdings in ihrer Heimat nicht mehr sicher. Was können wir tun, damit diese Religionsgemeinschaften im Nordirak nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft haben? Darüber sprechen wir heute und Sie alle sind hier, weil Ihnen das Thema besonders am Herzen liegt. Eine wahre Herzensgelegenheit ist es auch für unseren Gastgeber. Ich weiß aus eigener Anschauung, dass Volker Kauder auch Kongresse zu kommunaler Selbstverwaltung zum Beispiel, zu Daseinsvorsorge mit Leidenschaft absolviert und meistert, ohne Frage. Aber man merkt doch, dass sein Herz besonders schlägt, wenn es um Religionsfreiheit geht. Und es ist auch seinem Einsatz, seiner Leidenschaft maßgeblich zu verdanken, dass die Religions- und Glaubensfreiheit weit nach oben gerückt ist in der Agenda der Bundesregierung. Umso mehr freuen wir uns über Ihre Einladung, lieber Herr Kauder, und wir sind natürlich gespannt auf Ihr Grußwort und auf Ihr klopfendes Herz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Samrotzki, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, es ist nicht nur ein Herzthema für mich, die Religionsfreiheit und die Verfolgung von Christen und Jesiden, sondern es ist ein Thema, das in der aktuellen politischen Bedeutung eine große Rolle spielt. Als wir vor über 10 Jahren mit dem Thema Religionsfreiheit angefangen haben, öffentlich zu diskutieren, haben viele noch gefragt, ob der Fraktionsvorsitzende nicht ausgelastet sei, dass er sich mit einem solchen Randthema beschäftigen könne. Inzwischen fragt dies niemand mehr, weil man weiß, welche Sprengkraft hinter diesem Thema steht. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir auch in dieser Legislaturperiode dieses Thema bearbeiten, Kongresse machen, Begegnungen ermöglichen und natürlich auch betroffene Regionen besuchen. Wir mussten den Kongress zunächst einmal verschieben, weil etwas eingetreten ist, was ich auch noch nicht erlebt habe, dass es nämlich uns nicht gelungen ist, monatelang nicht gelungen ist, eine Regierung zu bilden. Und dann haben wir es aber doch geschafft und genau in diese Zeit hinein, wo wir noch verhandelt haben, war der erste Anlass, war der erste Termin und umso mehr freue ich mich, dass wir heute miteinander diesen Kongress begehen können, wenngleich auch der Anlass ja nicht erfreulich ist. Immer wenn wir über das Thema Religionsfreiheit sprechen, wenn wir über Verfolgung von Christen, Jesiden, aber auch Muslimen sprechen, ist dies ja kein Anlass zur Freude. Und man muss auch zugeben, dass wir nur in kleinem Umfang erfolgreich sind, dass wir nur kleine Schritte machen können und dass wir immer vor neuen großen Herausforderungen stehen. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir weitermachen und dass wir immer wieder überlegen können müssen, was können wir noch zusätzlich tun. Ermutigend ist für uns alle, und ich sehe viele bekannte Gesichter heute, die wir schon bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen haben, ermutigend ist,
dass wir im Verlaufe der Jahre immer mehr geworden sind. Nicht weniger, sondern immer mehr, die sich für das Thema interessieren und es für eine große Aufgabe halten. An der Dringlichkeit hat sich leider nichts geändert. Und wenn wir gerade in die aktuelle Situation hineinschauen, in Syrien, im ganzen Bereich des Orientes, hat man den Eindruck, dass die Flammen eher wieder höher kommen, als dass wir es nach unten bekommen. Ja, es stimmt, die Terrormiliz IS ist weitgehend in der als Flächenstaat in Anführungsstrichen besiegt, aber sie ist noch nicht verschwunden und virtuell ist sie noch immer im Netz unterwegs. Mosul und die Ninive-Ebene, das Shingal-Gebirge sind befreit, die sind gute und hervorragende Nachrichten. Aber nun geht es um die Frage, können die Menschen, die von dort geflohen und vertrieben worden sind, tatsächlich wieder zurückkommen, die Hunderttausende, die ihre Heimat verloren haben. Viele von diesen Menschen haben in dieser Zeit der Vertreibung ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen. Kinder konnten nicht in die Schule. Und dies soll nun alles aufgeholt werden. Ich war 2014 gleich nach den ersten schlimmen Attacken in der Region und habe gesehen, wie sich gerade im Kurdistan, in Erbil, die dortigen Menschen, die wesentlich weniger zum Leben haben als wir im reichen Deutschland und Europa, aufopferungsvoll um die Flüchtlinge gekümmert haben. Keine Töne, das Boot ist voll, sondern Bedrängte haben bei uns eine Möglichkeit, sich auszuruhen. Das fand ich eine großartige Botschaft, die ich damals dort erlebt habe und die hält an bis zum heutigen Tag. Und ich bin dankbar dafür, dass gerade aus unserem Land, aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Botschaft ausgeht, wir helfen. Und dies haben wir natürlich dem Haushaltsgesetzgeber zu verdanken, der es Geld gibt, aber in erster Linie unserem Minister Dr. Gerd Müller, der sich dieser Aufgabe verschrieben hat. Und deswegen war es eine wunderbare Botschaft für uns, dass er in seinem Ministerium weitermachen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Dr. Stefan Meining unter uns ist. Er hat schon viel über den Nordirak berichtet. Er zeigt uns heute seine jüngsten Eindrücke, die im März diesen Jahres entstanden sind. Wir haben uns auf Erzbischof Varda gefreut, den viele von uns persönlich kennen. Er konnte nicht und wir sind dankbar, dass Emanuel Jokana heute bei uns ist, den ich damals schon 2014 in Erbil getroffen habe. Herzlich willkommen. Mit Baron Heeremann von Zütwig haben wir einen einflussreichen Praktiker der Nothilfe zu Gast. Auch ihn habe ich schon immer wieder getroffen. Er wird uns über das groß angelegte Vorhaben berichten, das das päpstliche Hilfswerk in der Ninive-Ebene umsetzen will. Herzlich willkommen bei uns. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Gästen und Freunden, die zu unserer Arbeit gehören. Ich kann nicht alle begrüßen, aber ich möchte doch den Leiter des katholischen Büros, Karl Jüsten, heute hier bei uns begrüßen, der uns in der Arbeit auch immer wieder unterstützt. Ich möchte den Vorsitzenden unseres Stephanus-Kreises in der Bundestagsfraktion begrüßen. So etwas wie dies gibt es nur bei uns in keiner anderen Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und ich möchte eine außergewöhnliche Frau begrüßen. Außergewöhnlich schon wegen ihres Temperaments und ihrer Tatkraft. Wenn
sie etwas will und sie begegnen ihr, kann ich Ihnen sagen, sie kriegt es von Ihnen. Hundertprozentig. Und sie hat uns schon unglaublich viel berichtet und Filme vorgeführt, die selbst die härtesten Männer zu Tränen gerührt haben. Düsen Çekal, herzlich willkommen heute bei uns. Wir haben lange gekämpft und sind von Niederlage zu Niederlage gewandert. Aber jetzt haben wir es geschafft, dass wir in der Bundesregierung einen eigenen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit haben, Markus Grübel. Herzlich willkommen bei uns. Und damit diese Arbeit auch gut läuft, haben wir uns Gott sei Dank durchsetzen können, dass der Beauftragte für die internationale Religionsfreiheit im Hause von Gerd Müller angesiedelt ist. Da sind wir sicher, dass er die notwendige Unterstützung bekommt. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen und freue mich auf die Begegnung mit Ihnen. Es wird das Schlusswort nachher sprechen, unser Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommt wieder Frau Samrotzki, die uns durch das Programm führt. Und ich glaube, wir werden zwei Stunden erleben, die uns neuen Mut machen können, die Arbeit fortzusetzen. Ich bin Hans-Peter Friedrich, dem Vizepräsidenten, dankbar, dass er durch seine Anwesenheit zeigt, dass auch in der obersten Führungsetage des Deutschen Bundestags die Aufgabe einen guten Vertreter hat. Herzlichen Dank und jetzt Frau Samrotzki. Vielen Dank, Herr Kauder. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir eine ganz kleine persönliche Anmerkung. Ich habe ungefähr 20 Jahre Nachrichten gemacht aus dem politischen Bonn damals und dann aus dem politischen Berlin. Und in all den 20 Jahren habe ich niemals einen Bericht gemacht über Religionsfreiheit. Das lag nicht nur daran, dass das vielleicht nicht mein Ressort war, sondern daran, dass es eigentlich kaum Thema war in den deutschen Nachrichtensendungen. So habe ich das empfunden. Und umso mehr freue ich mich, dass ich Ihnen jetzt gleich zu Beginn des Kongresses einen Kollegen vorstellen darf, der mit seiner journalistischen Arbeit die Bedeutung der Religionsfreiheit und auch die Lage der Jesiden und Christen immer wieder zurückbringt ins Bewusstsein der deutschen Fernsehzuschauer. Das tut Not. In einem Beitrag für Report konstatierte Stefan Meining, den ich Ihnen hiermit vorstelle, neulich: Wenn kein Wunder geschieht, haben die Christen im Irak wohl keine Zukunft mehr. Wir sind hier, weil wir nicht nur auf ein Wunder warten, sondern weil wir auch gucken, was wir tun können. Dr. Stefan Meining also arbeitet im Ressort Weltinnenpolitik beim Bayerischen Rundfunk. Er berichtet seit 2012 immer wieder über die Situation orientalischer Christen und immer wieder auch reist er in die Region und er wird uns jetzt filmisch mitnehmen in die Ninive-Ebene. Wie schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Meining. Herzlichen Dank für diese wunderbaren Worte. Für mich war es jetzt die fünfte Reise in den Irak, die erste Reise 2012. Mir kam es vor, wie wenn ich in eine Gewitterwand reinfahre. Sie kennen das Gefühl vor einem Gewitter, Sie wissen nicht, wo es runterkommt, wie es runterkommt, wie stark es sein wird. 2014 im Sommer habe ich dann gemerkt, es ist sehr, sehr stark. Und als ich jetzt zurückkehrte, hatte ich so das Gefühl, das Gewitter hat sich verzogen, die Sonne kommt ein wenig raus. Und diese Eindrücke habe ich eben versucht, in diesem Beitrag mitzubringen. Es gibt Hoffnung, aber es gibt auch viele Menschen, die nach wie vor davon träumen, zu uns zu kommen. Minderheiten, vor allem die orientalischen Christen, integrieren sich hier sehr schnell und sie wissen, wie wunderbar es ist, in Deutschland in einem Staat leben zu können, mit sozialer Sicherheit, mit Sicherheit. Und mein Eindruck dieser letzten Reise ist, Sicherheit ist alles. Wenn es keine garantierte Sicherheit geben wird, werden vielleicht auch die letzten Christen, die dort noch leben, aber auch die anderen Minderheiten immer stärker mit dem Gedanken spielen, zu uns zu kommen, in eine Welt, in der man was schaffen kann, in der man gut leben kann
und in der man seinen Kindern eine Zukunft geben kann. Und wie immer ist es sehr, sehr schwierig, in 6 Minuten so etwas runterzubrechen. Man tritt mit sehr vielen Erwartungen an und kann dann eben nur einen Bruchteil schaffen. Einen Bruchteil, ein großer Teil konnte ich nicht schaffen, das ist die Seite der Jesiden. Das liegt schlichtweg an den politischen Situationen vor Ort mit den Straßensperrungen, mit der Teilung und Trennung der Ninive-Ebene. Man verbringt sehr viel Zeit an Straßensperren und dann ist die Zeit vorbei und man kehrt zurück. Dennoch bin ich unglaublich froh und bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Möglichkeit geben, meiner Redaktion eben diese Filme zu zeigen, weil das ist auch ein Feedback für mich, dass das, was ich mache, was wir machen, ankommt. Und es ist hier noch eine Person hier im Raum, Simon Jakob, den Vorsitzenden des Zentralrats der orientalischen Christen, dem ich danken möchte. Er hat mich auf vielen Reisen begleitet, wir haben das zusammen gemacht. Wir haben viele Sachen gesehen und versuchen, dies eben darzustellen. Und umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt hier da sein kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zerborstete Wände, ausgebombte Häuser. Unter intakten Dächern sieht es nicht selten so aus. Wir blicken in beinahe menschenleere Straßen, dort, wo vor dem Einmarsch des sogenannten Islamischen Staates, abgekürzt IS, seit beinahe 2000 Jahren vor allem Christen leben. Momentaufnahmen aus Bartella, in der Ninive-Ebene im Nordirak. Wir haben uns mit Ronny Sabdigalo verabredet. Er ist zurückgekehrt, weil er seine Heimatstadt trotz der widrigen Umstände liebt. Wie man sieht, das meiste ist zerstört. Bei mir kommen hier viele Erinnerungen hoch. Ich habe hier meine Kindheit verbracht. Nur rund ein Drittel der Einwohner ist nach der Befreiung vom IS zurückgekehrt. Ronny führt uns zu einem Ladenbesitzer, dessen Bruder floh nach Deutschland. Haben Sie sich an das Leben dort nicht gewöhnt? Es läuft. Denken Sie nicht daran, zurückzukommen? Nein, warum denn? Dann zeigt uns Ronny sein altes Kinderzimmer. Internationale christliche Hilfsorganisationen gaben Geld für die Renovierung seines Elternhauses. Rückblick, November 2016. Schon einmal waren wir zusammen in genau diesem Zimmer. Wenige Wochen nach der Befreiung vom IS. Ich habe hier geschlafen. Meine Schwester da. Eine weitere Schwester hier. Und heute? Die Zukunft sieht nicht gut aus, meint Ronny. Es gibt hier keine Arbeit, auch Sicherheit gibt es nicht. Wir wollen aber arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir haben Familien, die brauchen was zum Essen. Eigentlich gibt es keinen Grund, hier zu bleiben. Nicht viel anders sieht es nach der Befreiung im nahen Karakosch aus. Eine weitere Stadt, in der früher vor allem Christen lebten. Wir haben uns mit Hussam Salimati verabredet. Hussam kämpfte als Anführer einer Christenmiliz gegen den IS. Die Euphorie des Sieges ist längst verflogen. Wie schätzt Hussam die aktuelle Situation in seiner Heimat ein? Das Leben fängt langsam wieder an. Wir wollen trotzdem hierbleiben, lieber als ins Ausland zu gehen. Schade ist, dass wir so viele Familien verloren haben, die ins Ausland gegangen sind. Die Trennung fällt schwer. Aber was soll man machen? Wer kann diese Entscheidung den Christen auch verübeln? Er stammt aus Karakosch, Rani Mansur. Der Computerexperte floh nach Augsburg und führt jetzt sein Leben in Sicherheit. Fester Job, gutes Einkommen, Einkaufen auf dem Stadtmarkt. Dem Frieden in seiner alten Heimat traut er nicht. Der IS habe noch immer viele Unterstützer. Wer hat die Häuser angezündet, da waren nicht nur ISIS da. Die waren die Leute, die Mitbürger, die Nachbardörfer. Die sind reinmarschiert. Die haben unsere Häuser angezündet. Im Nordirak sind die verbliebenen Christen einer neuen Gefahr ausgesetzt. Mit versteckter Kamera drehen wir Straßensperren. Sie gehören zu zwei Konfliktparteien. Truppen der Zentralregierung in Bagdad
und der kurdischen Regionalverwaltung im Nordirak. Im Kampf um die Macht stehen sie sich in der Ninive-Ebene feindlich gegenüber. Mittendrin, hier gelb markiert, die alten Siedlungsgebiete der Christen. Das jahrtausendealte Kloster Marmata ist eines der letzten spirituellen Zentren der Christen in der Ninive-Ebene. Marmata befindet sich aktuell im kurdisch kontrollierten Teil und ist nur schwer erreichbar. In der riesigen Klosteranlage leben nur mehr wenige Mönche. Vater Josef sieht für die Christen im Irak keine Zukunft mehr. Die Christen sind ein schwaches Volk, eine Minderheit in diesem Land und in der ganzen Region. Aus diesem Grund sind sie immer in jeder Situation die großen Verlierer. Für die Fahrt nach Bartella müssen wir weite Umwege und Straßensperren in Kauf nehmen. Eine Folge des aktuellen Konflikts der Zentralregierung mit den nordirakischen Kurden. Seit Jahren bereist Simon Jakob, ein orientalischer Christ aus Deutschland, die Region. Wie schätzt er die Lage der Christen ein? Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Man sagt ihnen zwar, ihr seid Iraker, im Norden sagt man, ihr gehört zu Kurdistan. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Das heißt, sie sind von allem abgeschnitten. Sie können ihre Verwandten nicht besuchen. Sie brauchen lange Distanzen, um irgendwo hinzukommen. Und das verursacht einfach das Gefühl, wir gehören hier gar nicht hin. Wir sind nach wie vor Menschen zweiter Klasse. Weil Menschen zweiter Klasse sind, aufgrund was auch immer, werden wir die Region verlassen. Hinzu kommt die angespannte Sicherheitslage. Soldaten schützen Gottesdienste. Der IS ist militärisch geschlagen. Die terroristische Bedrohung besteht weiter. Und Ronny berichtet uns, in der Nacht traut sich in Bartella kaum jemand aus seinem Haus. In der Nacht geht man alleine hier rum. Es ist wie in dem Zombie-Computerspiel Resident Evil oder in einer Geisterstadt. Du siehst niemanden. Alle bleiben in der Nacht zu Hause, weil sie sich nicht sicher fühlen. Kein Schutz, keine Zukunftsaussichten. Ohne internationale verlässliche Garantien werden vermutlich auch die letzten irakischen Christen ihre Heimat verlassen. Dankeschön, Stefan Meining. Im Film sagen Sie eigentlich keinen Grund, hier zu bleiben. Und ich darf Ihnen nun einen unserer Gäste vorstellen, die trotzdem dort bleiben, die im Nordirak zu Hause sind, Vater Emanuel Yukana. Er ist Erzdiakon der Assyrischen Kirche des Ostens und er ist zugleich Leiter der christlich-irakischen Hilfsorganisation KAPNI. Wie schön, dass Sie da sind. Emanuel Yukana hat als Kind eine katholische Grundschule besucht und er wollte schon damals Priester werden. Das war irgendwie ganz klar. Allerdings nicht im Sinne Saddam Husseins, da konnte er gar nicht Theologie studieren. Und deshalb wurde Vater Emanuel zunächst Ingenieur der Elektrotechnik, bis er da 1987 endlich seinen Traum wahrmachen konnte und Priester wurde. Es ist ganz offensichtlich also ein Mann, der die Hoffnung nicht aufgibt, der schwierigen Situation Hoffnung und Taten entgegensetzt. Davon wird er uns jetzt erzählen, Hoffnung in Erbil, so lautet sein Impuls. Und wir sind froh, dass Sie die Reise auf sich genommen haben. Herzlich willkommen. I'll be speaking in English. First of all, I would like to thank the Fraktion CDU-CSU for this gathering and for this event and for being the voice for the voiceless. Und dass wir die Stimme der Stimmlosen sein können. Ich möchte mich zunächst einmal vor allem bei Herrn Kauder für sein Engagement in dieser Sache bedanken. Religionsfreiheit und die Zukunft der religiösen Minderheiten im Irak, das sind hauptsächlich Christen und Jesiden, deren Zukunft sicherlich sehr eng im Zusammenhang steht mit der Religionsfreiheit. Wo immer es keine Religionsfreiheit gibt, werden religiöse Minderheiten ihre Zukunft verlieren. Wir haben früher gesprochen von irakischen Christen oder Christen aus dem Irak, aber die heutige Situation irakischer Christen, das wissen Menschen vielleicht nicht,
Da wissen Sie nicht, wie stark die Zahlen zurückgehen. Hier sind die Zahlen angeschlagen. Ich wurde als Elektrotechniker und Ingenieur vorgestellt und wir Ingenieure lieben Zahlen und diese Zahlen sprechen für sich. Da sieht man die Prozentzahlen der nicht-muslimischen Minderheiten, Christen, Juden, Jesiden und andere und wie diese zurückgehen. Und das, da sieht man im Vergleich zu 1977, jetzt sind wir noch viel, viel weniger. Hier sieht man die irakisch-christliche Bevölkerung, das jährliche Wachstum, aber seit 2002 ist es ein Minuswachstum, und zwar jährlich. Wir sind jetzt also sehr, sehr viel weniger. Noch ein weiterer Punkt, durch den ich kurz gehen möchte, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, um kurz den Hintergrund zu umreißen. Früher haben wir von Irak und irakischen Christen überall im Irak gesprochen, aber das ist ein historisches Faktum. In der Wirklichkeit sieht es derzeit anders aus. Irak ist ein Land, dessen Fläche ungefähr Deutschland gleich ist, und wir haben 18 Provinzen. Aber wir Christen leben nur in 7 von ihnen. Diese sieht man dort angeschlagen. Aber von diesen 7 Provinzen, da sind wir als Bevölkerung zwar vertreten, aber nur an drei Orten demografisch gesehen, also Land und Leute. Also ja, wir sind in Bagdad ungefähr 30.000, 35.000, maximal 40.000, aber wir reden von einer Stadt von 8 Millionen. Ich bin mir sicher, dass wir anderswo, auch in Basra, Kirku und anderswo mehr haben. Aber wenn man jetzt rein das Demografische ansieht, dass also die Menschen Land haben, das ist nur in der Ninive-Ebene, Dahok und Kurdistan der Fall. Vor allem Dahok und einige Orte um Erbil. Und wenn wir jetzt von humanitärischer Hilfe sprechen, dann ist die erste Frage, wer ist unsere Zielgruppe? Da ist es auch wichtig zu wissen, wo die Zielgruppen überhaupt liegen. Deshalb leite ich meinen Vortrag so ein. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Ninive-Ebene und das Dahok-Gebiet. Ich möchte jetzt nicht noch einmal die gesamte Geschichte aufarbeiten, die kennen Sie ja alle. Ich möchte jetzt von der derzeitigen Lage sprechen, den jetzigen Herausforderungen nach der Wiedereroberung der Ninive-Ebene. Ich möchte nicht von Befreiung sprechen. Die Ninive-Ebene ist nicht befreit worden. Mosul ist noch nicht befreit worden. Es ist zurückerobert worden. Denn Befreiung bedeutet mehr, als dass einfach nur die militärischen Kräfte weg sind. Befreiung heißt sehr viel. Im Moment ist die Region nicht wirklich befreit, kulturell gesehen, was die Ideologie angeht. Oder wenn man von der Vielfalt der Menschen spricht, die sich gegenseitig kennen und anerkennen, da möchte ich jetzt einige der Punkte der derzeitigen Herausforderungen durchgehen. Die meisten Probleme, die wir haben, sind auch die, die die Jesiden haben. Wir liegen auch geografisch an denselben Orten. Und Sie alle kennen ja das Problem des Wiederaufbaus. Denn unter Daesh, also ISIS, wir sprechen auch von Daesh, wenn wir ISIS meinen, also was da passiert ist, da wurde die Infrastruktur fast völlig zerstört. Auch die öffentliche Daseinsfürsorge, Privateigentum, Familieneigentum und natürlich auch die Lebensgrundlage, die Wirtschaft, ist fast völlig zerstört worden. Und es geht vor allem darum, wie man das Leben in dieser Region wieder aufleben lassen kann. Viele Organisationen und vor allem viele deutsche katholische Hilfswerke sind hier eingebunden. Und dank Ihre und auch dank Berlin, die sind ja Hauptakteure, einer der Hauptakteure in diesem Sinne, ist vieles bereits getan, aber es gibt auch noch sehr viel mehr zu tun. Es geht um Wiederaufbau von Häusern, aber wir müssen natürlich auch andere Dinge noch neu errichten. Gut, das Haus steht wieder, aber was ist mit den Menschen, was ist mit der Gesundheit, was ist mit den öffentlichen
Dienstleistungen, mit Wasser, mit Strom. Wie kann ich überhaupt Leben und Arbeit finden? Wir haben das ja in diesem kurzen Film gesehen. Das sagt ja sehr, sehr viel jetzt. Wir haben in dem Film etwas gesehen, was zerstört wurde, aber es sagt auch etwas darüber, was wir brauchen. Ich habe ja zunächst einmal mit den materiellen Bedürfnissen gesprochen, aber wir haben natürlich noch eine ganz andere Priorität, und das ist die Sicherheit. Und zwar nicht nur individuelle körperliche Sicherheit, physische Sicherheit, sondern die kollektive Sicherheit. Wie können wir unsere Menschen, Jesiden und Christen, davon überzeugen, dass was geschehen ist, sich nicht wiederholen wird? Es ist vor genau 100 Jahren passiert, nach dem Völkermord an den Christen 1914-15 im Ottomanischen Reich, im Osmanischen Reich, und jetzt eben wieder 2014. Die Fragen stellen sich also: Können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der dies sich nicht wiederholt? Was für Garantien gibt es da? Wenn wir bedenken, dass jetzt seit 4 Jahren, also 4 Jahre vergangen sind, seit ISIS die Kontrolle über dieses Gebiet übernommen hat, mit der ganzen Katastrophe, die sich daraus ergeben hat. Das sage ich jetzt noch einmal: Die irakische Regierung, die ist mit dieser Situation nicht mit einer nationalen Debatte umgegangen. Da gab es nichts, warum es passiert ist, wie es passiert ist, was passiert ist und wie man verhindern kann, dass es wieder passiert. Also ein völliges Scheitern der Regierung angesichts dieses wichtigen Themas. Stattdessen wurde das sehr stark vereinfacht. Ich war da auf einer Konferenz, und da sagt ein Regierungsvertreter, das ist grenzüberschreitender Terrorismus. Also tut mir leid, das ist sehr naiv, das so darzustellen bei einem so wichtigen Thema. Also wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie unseren materiellen Bedürfnissen gerecht werden, aber wir bitten Sie auch, Einfluss zu nehmen auf die irakische Regierung, damit man auch an die Wurzeln des Problems geht, nicht nur die Konsequenzen dessen. Die Wurzeln liegen schon in der Verfassung, in der Rechtsetzung, im öffentlichen Image. Die Christen werden in der Öffentlichkeit eingeführt und dargestellt als Alkoholiker zum Beispiel. Jesiden werden dargestellt als Teufelsverehrer. Das ist das Image. Also das, was ISIS da getan hat, praktiziert hat, das ist das Resultat dessen, was schon in der Verfassung, in den Medien überall vorgegeben war bezüglich dieser Minderheiten. Ein weiteres Thema: Bei den politischen Aspekten, also wir haben ja gesehen, die Ninive-Ebene, das ist unser Rückgrat der Christen und Jesiden im Irak, demografisch gesehen. Das ist aber in diesem umstrittenen Gebiet zwischen Bagdad und Erbil, und das ist praktisch jetzt aufgeteilt. Also der Norden ist unter KRG, also der kurdischen Regierung, und der Süden unter Bagdad. Da gibt es diesen Konflikt, und das reflektiert sich natürlich auch bei uns. Und die Ninive-Ebene wird jetzt angesehen als Teil eines strategischen Korridors zwischen Iran und Syrien. Das heißt, wir verlieren den Boden aus diesem Grund. Bartella war eine der syrisch-orthodoxen christlichen Städte und gehört jetzt den Schiiten. Und ein schiitischer Politiker hat das sozusagen schon als Hauptstadt ausgerufen. Das heißt, es gibt praktisch gesehen eine Änderung, und die Menschen verlieren auch das Vertrauen in die Zukunft. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass sie zu Hause sind, dass sie nicht marginalisiert sind. Es geht nicht nur darum, sie zu ernähren und die Häuser wieder zu errichten, sondern es geht darum, sicherzustellen, dass sie das Gefühl haben können, dass sie ein Zuhause haben und dort eine Zukunft haben. Das wird natürlich auch aufgrund der Hilfsagenturen, vor allem der Church in Need, Kirche in Not Organisationen, aber auch andere Nichtregierungsorganisationen, auch die deutsche, ungarische Regierung und andere haben sich dort eingebracht. Die haben dazu beigetragen, dass diese Hoffnung sich materialisiert, aber das reicht nicht.
um unsere Menschen zu überzeugen. Und da richte ich eine Bitte an Berlin, nicht nur an Deutschland, sondern auch Berlin als Führungskraft in Europa, dieses Thema entsprechend im Kopf zu haben. Ich erwarte natürlich jetzt von keinem Land, dass es hier nur Almosen verteilt, aber bei den Beziehungen mit unserem Land sollten wir die Zukunft immer im Auge behalten. Religionsfreiheit, Menschenrechte, Minderheitenrechte, das sollten Kriterien sein, um die wirtschaftliche und den politischen Kontext bei den Beziehungen neu zu gestalten. Herr Dr. Müller, den habe ich vor 2 Wochen in Paris getroffen und auch in Lalisch. Wir haben dort eine sehr starke Botschaft der Solidarität seitens des Ministers für Christen und Jesiden in unserem Land erhalten. Aber ich würde sagen, wir müssen Sie bitten, alle Themen anzugehen, nicht nur die materiellen. Das Materielle ist natürlich notwendig. Und auch da bitte ich um mehr Hilfe, sei es von Seiten der kirchlichen Institutionen seitens auch der Regierungsinstitutionen. Aber es muss dafür gesorgt werden, dass die lokalen Kirchen und NROs nicht über die unglücklicherweise korrupten Kanäle der irakischen Regierung angegangen werden. Also unsere Menschen trauen den Gemeinschaften und Gemeinden vor Ort mehr als unserer Regierung. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, deshalb komme ich zum Abschluss. Wir leben dort seit 2000 Jahren und wir würden gerne weiter dort leben. Unsere Existenz als Christen im Irak ist immer ein Mehrwert gewesen. Diese Debatte die islamo-christliche Debatte, die begann unter Timotheus dem Großen vor 1000 Jahren in Bagdad. Also wir sind jetzt das Mutterland des Christentums, das die Christen verliert. Das ist nicht nur ein Verlust für die Christen, sondern für die ganze Welt. Seit 2000 Jahren waren wir ein Mehrwert, jetzt sind wir es umso mehr. Wir können Brückenbauer sein. Jede Partei, jede Gruppe baut Mauern, wir können Brücken bauen. Wir können die Sicherheitsgaranten der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit sein in diesen Ländern, auf allen Bereichen. Vor allem können Sie uns helfen, auch politisch natürlich gesehen. Vielen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben und ich freue mich, auch Ihnen zuzuhören. Thank you very much, Father Emmanuel. Vielen Dank, Vater Emmanuel. Keep that issue in mind. Thank you. Sorgt dafür, dass Vielen wir Dank. Das finde, immer wir im Kopf behalten werden. Hilft uns dabei, die Botschaft, die Father Emmanuel uns mit auf den Weg gegeben hat, tatsächlich im Herzen und im Kopf zu behalten. Danke. Meine Damen und Herren, den Menschen im Norden Iraks eine Perspektive zu eröffnen, ist eine Aufgabe, die niemand im Alleingang machen kann. Das haben Sie auch gerade angesprochen, Father Emmanuel. Das kann die Kirche nicht, das können die NGOs nicht, das kann die Politik auch nicht alleine meistern. Es muss viele Initiativen geben. Wir werden im Laufe des Tages auch noch darüber sprechen, wie man da womöglich Synergien schaffen kann. Und wir schauen uns jetzt eine der vielen Initiativen an, von NGOs und Glaubensgemeinschaften, nämlich das Ninive-Projekt, das getragen wird vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not. Besonders gut kennt das Johannes Freiherr Heeremann von Söldwick. Sie haben ihn schon begrüßt, Herr Kauder. Bis vor 4 Wochen war er nämlich geschäftsführender Präsident von Kirche in Not. Und ich glaube, auch nachdem Sie jetzt den Stab weitergegeben haben, sind Sie da natürlich noch mit dem Herzen dabei. Wir sind gespannt und ich darf Ihnen kurz erklären, meine Damen und Herren, falls Sie aufs Programm geguckt haben und denken, jetzt muss doch der Minister kommen. Der hat geschworen, er kommt pünktlich zurück. Wir haben einfach getauscht, weil der Minister kurz mal in die Haushaltsdebatte musste und das ist ja auch eine wichtige Sache. Also jetzt, Freiherr Heeremann von Söldwick, schön, dass Sie da sind. Herr Fraktionsvorsitzender Kauder, Herr Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin noch da, weil ich am 21. März eigentlich noch da war als geschäftsführender Präsident. Und hat mich selten eine Nachricht so gefreut wie diese, dass der Termin verschoben wurde, weil ich an dem Morgen aus Sao Paulo kam und abends eigentlich meinen Geburtstag feiern wollte. Und heute feiere ich nur meinen Namenstag, das ist nicht so schlimm, da kann ich auch mal zu Hause fehlen. Johannes Nepomuk, für die, die nicht wissen, was es ist. Ja, ich bin sehr dankbar für diese Einladung. Sie gibt die Gelegenheit,
nach diesem beeindruckenden generellen Zeugnis und Überblick und Appell einmal den Blick zu werfen in die konkrete Arbeit, die unsere Organisation Kirche in Not dort macht, zusammen mit anderen, vor allen Dingen mit den Kirchen vor Ort. Ich möchte Ihnen ganz kurz am Anfang erläutern, etwas zu der Organisation Kirche in Not, die sich heute Aid to the Church in Need nennt. Nicht, weil wir auch Anglizismen lieben, sondern weil wir in 23 Ländern sind und 23 verschiedene Namen haben, nicht 15, sagen wir, der Rest ist dann Englisch. Und das war ein Chaos. In einer Zeit mit der Digitalisierung braucht man einen gemeinsamen Namen und deswegen heißen wir jetzt International Aid to the Church in Need, und die internationale Zentrale ist in Deutschland, in Königstein. Und da möchte ich Ihnen ganz wenig etwas zeigen über unseren Hintergrund, weil der hat auch mit diesem Thema zu tun. Und das ist die Situation nach dem Krieg. Wir hatten 14 Millionen Vertriebene in Deutschland und die lebten in grauenhaften Umständen, in Bunkern zusammengepfercht, zum Teil ohne Licht und Luft oder mit wenig, und in einer schwierigen Lebenslage. Und damals hat Papst Pius XII. Die Nachbarländer aufgerufen, die Kirchen, sich darum zu kümmern, Hilfe zu bringen, Hoffnung zu bringen und vor allen Dingen auch zur Versöhnung beizutragen. Und dieser Appell erreichte einen jungen belgischen Priester in Tongerloo in Belgien, und der bekam den Auftrag, in einem kleinen Dorf namens Finkt zu predigen über Hilfe und Versöhnung, 1947. In diesem Dorf hatten die deutsche Wehrmacht aufgrund wahrscheinlich eines Strafaktion alle männlichen Bewohner getötet, von den Greisen bis zu den Babys, alle getötet. In diese Gemeinde sollte er gehen und über Versöhnung predigen. Er hat später gesagt, er hat in seinem ganzen Leben nicht so viel Angst gehabt wie vor dieser Predigt. Und die Frauen kamen und hörten sich das still an. Und am nächsten Morgen kam eine Frau ganz früh im Morgengrauen und gab ihm heimlich etwas Geld. Und dann kamen noch zwei, drei andere Frauen. Und das hat ihn so ermutigt, dass er dann in Flandern in die Dörfer ging und gesammelt hat. Und zwar nicht Geld, weil das hatten die nicht, sondern Speck, die hatten Schweine. Und daraus wurde eine gewaltige Aktion, die wurden verpackt in 1-Kilo-Pakete und gingen Lastwagen fuhrenweise nach Deutschland und wurden dort verteilt, den Vertriebenen. Und daher stammt der Name dieses Gründers, Pater Wernfried van Straten, mit seinen Speckschweinen. Später wurde dann das Werk ausgebreitet nach Osteuropa, hat vor allen Dingen die unterdrückte orthodoxe Kirche sehr stark unterstützt und dann nach und nach in alle Kontinente. Wir haben heute jährlich etwa 5000 Projekte in 140 Ländern. Und ja, insgesamt stehen etwa 100 Millionen Euro zur Verfügung jedes Jahr, die aus unseren 23 Ländern kommen. Die betreuen die Spender und bringen das Geld dann nach Königstein, um es zentral zu verwalten. Unser Schwerpunktthema sind die verfolgten Christen, unterdrückten Christen. Länder wie Nigeria, Pakistan, Indonesien stehen bei uns ganz weit oben in der Hilfen, die wir leisten. Aber es geht auch in andere Länder, wo die Kirche arm ist und unterdrückt wird, in arabischen Ländern, wo es sehr schwierig ist, China auch sehr schwierig. Also das sind unsere Schwerpunkttätigkeiten. Und humanitäre Hilfen sind eigentlich die Ausnahme. Wir sind kein humanitäres Werk, sondern wir unterstützen eigentlich pastorale Ziele, dass die Kirche am Leben bleibt. Aber im Falle von Irak, Syrien und dem Nahen Osten hat sich das so miteinander vermischt, dass wir da dann in einem starken Umfang in die Hilfe für die Flüchtlinge, die Christen, eingetreten sind. Ich will jetzt Wiederholungen vermeiden, weil einiges ist ja schon gesagt. Die Ninive-Ebene kennen Sie schon. Sie wissen, dass 2014 erst Mosul gefallen ist und dann da sind die meisten geflohen nach Karakosch, und dann kam zwei Monate später die ISIS nach Karakosch. Und das, was uns heute noch wundert, ist, warum die in großer Überzahl dort befindlichen Peschmerga-Soldaten in 0,nix verschwanden, ohne die Christen vorzuwarnen. Die hatten ganz wenig Zeit, zum Teil nur Stunden, um ihre Sachen zu packen und zu fliehen, obwohl die Peschmerga, wie gesagt, in einer großen Überzahl war. Das hat ein tiefes Misstrauen natürlich auch in die Sicherheitslage getragen. Ja, das ist ein Bild von Karakosch, Bilder haben Sie gesehen. Ich bin 5 Tage nach dem Fall von Karakosch mit einer kleinen Gruppe nach Erbil geflogen und sind ins Land gefahren, nach Duhok. Wie wir zum Bischofshaus wollten, zum Erzbischof Wader, sind wir wirklich über Menschen gelaufen. Wir mussten über die Menschen hinwegtreten, die auf dem Bischofshof auf der Erde kampierten. Und in Duhok haben wir auch gesehen, wie die
wie die Bevölkerung sie empfangen hat, wie alle Gemeindehäuser überfüllt waren und an den Straßenrändern unter den Büschen lagen die Flüchtlinge und hatten ein bisschen Sonnenschutz, aber nachts keinen Schutz gegen Kälte, mussten Decken gekauft werden und natürlich verpflegungsmäßig war das auch alles sehr schwierig. Also das erste Anliegen, war, den Menschen Mut zu machen und das heißt Basis, Unterbringung, Verpflegung. Und wir haben in den Jahren von 2014 bis 2017 haben wir das Überleben von 11.800 Familien, das sind ungefähr 50.000 Menschen, durch Verpflegung und Unterkünfte mit einem Aufwand von 34 Millionen Euro gesichert. Es war einfach notwendig, diesen Notzustand zu beseitigen und auch Hoffnung zu entwickeln. In dem Moment, wo die sahen, dass sie aus dem Container rauskamen, wir haben Wohnungen angemietet und die Chance hatten, auch wieder einer Arbeit nachzugehen, wenn das einer macht, sind 10 weitere motiviert, auch da zu bleiben und die Hoffnung wächst dadurch. Und was natürlich auch wichtig war, wurde schon genannt, Schulen. Ich habe damals mit vielen Eltern gesprochen und die sagen, ja, unser Leben, egal, aber unsere Kinder, wenn die jetzt hier jahrelang in Lagern sitzen, dann ist deren Zukunft auch zunichte. Und deswegen haben wir 5 kleinere Schulen gebaut und hier ein großes Gymnasium als Zeichen der Hoffnung, aber auch ganz praktisch, um die Kinder wieder in die Schule zu bekommen. Ja, und dann entstand 2016, nach dem Ende der Kampfhandlungen, der Plan für die Rückkehr der Christen in die Heimat, die Dörfer etwas zu tun, das zu organisieren. Das war nicht leicht, denn auch die christlichen Kirchen, die 3 großen, die Chaldäer, die syrisch-orthodoxen und die syrisch-katholischen, sind jetzt nicht immer Best Friends. Und wir haben aber, ja, sie freut mich, dass Sie nicken, wir haben es aber geschafft, sie an einen Tisch zu kriegen. In der Mitte ist unser polnischer Pater, der die Abteilung Nahost leitet. Und da sehen Sie in Rot die 2 syrisch-orthodoxen und dann den Chaldäer und den syrisch-katholischen, rechts der Chaldäer, der Wada ist nicht drauf, und den syrisch. Wie? Ja. Und es ist tatsächlich gelungen, die zusammenzubringen und zu sagen, es hat keinen Zweck, dass ihr jeder alleine nach Brüssel fahrt und wirbt für eure Christen und dann kommt nächste Woche der Nächste und wirbt auch dafür. Am Schluss wissen die gar nicht, wer da eigentlich gekommen ist. Wir müssen es zusammentun, gemeinsames Komitee bilden und dann mit vereinten Kräften dafür werben, dass die Möglichkeit entsteht, dort wieder die Christen zu Hause anzusiedeln. Das heißt also, die Häuser zu reparieren. Und daraus ist das Nineveh Reconstruction Projekt gekommen. Und dieses Komitee machte eine sehr sorgfältige Bestandserfassung über die Zerstörung der Wohnhäuser. Ich war also wirklich zutiefst überrascht, wie ich Anfang 2017 da war, über die Unterlagen, die uns gezeigt wurden. Sie haben mit Luftaufnahmen und mit Plänen alles erfasst in der Nineveh-Ebene. Diese Zahlen können Sie jetzt nicht alle lesen, aber Sie sehen unten rechts 12.970 Häuser, davon 1.233 vollständig zerstört und verbrannt, sehr viele verbrannt, was reparaturmäßig auch schwierig ist, sind es 3.520 und 8.217. Wir haben natürlich angefangen mit den leicht zerstörten, damit Leute zurückgehen, damit die Dörfer wieder langsam bewohnt werden. Was am Schluss überbleibt, sind natürlich die total zerstörten. Und die haben auch eine Kostenschätzung gemacht und da sieht man in Summe 253 Millionen Gesamtkosten, wenn man alles wieder aufbaut. Ja, da fängt man natürlich, ist man erstmal erschlagen und sagt, wer soll das leisten, wie soll das gehen? Aber man muss mit allen Dingen klein anfangen und dann wächst auch wieder die Hoffnung und die Möglichkeiten. Wir haben dann eine Befragung Ende 2016 vorgenommen unter den Flüchtlingen, wer denn bereit ist, zurückzugehen. Und das war wirklich erstaunlich. Im November waren es 3% und dann haben wir angefangen mit der Planung und darüber gesprochen und im Februar das nochmal gemacht, da waren es 41%. Die sagten, wir wollen zurück in die Heimatdörfer und 46 immerhin noch dazu, die es erwägen. Das mag jetzt unsicher sein, aber das war eine Riesenentwicklung in diesen 2-3 Monaten, wo die Leute gespürt haben, die ersten gingen zurück, leichtere Reparaturen wurden gemacht und das hat die Stimmung doch ganz wesentlich beeinflusst. Ja, das Wiederaufbauprogramm, was ist geschehen, was haben wir gemacht? Wir haben
4.305 Häuser wiederhergestellt in einem ersten Angang. Und das ist immerhin ein Drittel, also das sind natürlich überwiegend die leicht beschädigten Häuser. Und nach heutigem Stand sind ca. 40.000 Personen innerhalb eines Jahres, und das sind 45% der Bewohner der Ninive-Ebene, in ihre Dörfer zurückgekehrt. Das ist auch eine ganz erhebliche Zahl und die macht auch Mut und Hoffnung, dass es sinnvoll ist, dies getan zu haben und das weiter zu tun. Aber wir können uns damit nicht zufrieden geben. Es sind noch 6.396 Häuser zu wiederherzustellen. Es wurde schon erwähnt, es gibt auch noch andere Dinge, die gemacht werden müssen. Wasserversorgung ist ein großer Bereich. Als Beispiel, es sind 200 Hühnerfarmen zerstört worden. Wenn man die wieder aufbauen würde, 14 Millionen sind da angesetzt, schafft man 2.000 Arbeitsplätze. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber das sind Dinge, die wir jetzt erstmal zurückstellen müssen in unseren Überlegungen. Wir hoffen, dass wir dafür auch andere irgendwo Finanziers finden, die solche Projekte entwicklungspolitisch dann angehen. Das Ninive Reconstruction Committee schlägt uns im nächsten Schritt vor, die Restaurierung von 3.300 Häusern mit einem Aufwand von 36 Millionen Dollar, also ungefähr 30 Millionen D-Mark. Das ist das Euro, ja. Ja, meine Kinder schimpfen immer, wenn ich von Pfennigen spreche. Das ist, da sollen natürlich ausgewählt werden solche Häuser, wo die Eigentümer spürbar die Initiative und den Mumm haben, das anzupacken auch. Die müssen selbst mit anpacken überwiegend. Es sei denn, die familiäre Situation lässt das nicht zu. Aber eigentlich geht es darum, die zu Beteiligten zu machen und wirklich den Willen zu haben, zurückzukehren. Denn es gibt natürlich auch Leute, die wollen die Gelegenheit nutzen, um anschließend ihr Haus zu verkaufen, möglicherweise auch noch an Leute, die ihnen vorher nicht so friedlich gesonnen waren. Sieht man unsere. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen über die Art, wie wir da arbeiten. Wir beraten das alles mit dem Ninive Reconstruction Committee. Das sind 15 bis 20 Experten aus den drei Kirchen, Ingenieure, Fachleute, und die machen Vorschläge und die werden dann miteinander abgestimmt und beschlossen, und das Komitee macht auch die ganzen Abrechnungen. Ich bin völlig erstaunt, wie präzise Abrechnungen wir über jedes einzelne Haus kriegen, genau mit Baukostenstunden und so weiter, Fremdleistungen. Das ist wirklich beeindruckend. Und dieses Projekt mit den 3.300 Häusern kann natürlich weder die Kirche vor Ort, schon gar nicht, aber auch wir nicht mehr alleine stemmen. Daher sind wir darauf angewiesen, internationale Organisationen. Ich nähere mich dem Ende, ja? Ja, ich komme zum Ende. Habe ich schon die 10 Minuten erreicht? Oh ja. Nein, ich bin gleich fertig. Also, wir müssen internationale Unterstützung finden und ich hoffe, dass wir die hier in Berlin auch finden. Die baldige Heimkehr weiterer Christen ist auch wichtig, um den Druck auf die Regierung in Erbil und Bagdad zu erhöhen, dass die mit den Straßenrekonstruktionen und mit dem Wasserversorgung anfangen. Ja, das ist ihre Aufgabe. Und die sagen immer, ja, wir wissen ja nicht, ob die Leute zurückkommen. Aber inzwischen sind schon so viel zurück, dass sie da wirklich dran gehen können. Meine Damen und Herren, es gibt keine Garantie für einen dauerhaften Frieden im Irak. Aber wenn wir jetzt nicht handeln, dann liegt die Zukunft dieser Kinder in den Flüchtlingslagern von Jordanien und im Libanon. Die Zukunft des Irak wird geschwächt und das Christentum wird verlöschen. Wir hoffen auf die Unterstützung, besonders der Unionsparteien. Das läge nämlich in einer guten Tradition. Pater Wernfried hat bei Konrad Adenauer vorgesprochen und am Schluss wollte er betteln und nahm seinen Hut, der völlig durchlöchert war von der Bettelei. Es hieß der Millionenhut. Und Adenauer suchte in der Tasche nach Münzen und er sagte: Herr Bundeskanzler, das hat keinen Zweck, die fallen alle durchs Loch, wir brauchen Scheine. Und dann hat Adenauer kurze Zeit später eine sehr großzügige Spende persönlich gemacht. Ich bitte um Vergebung für die Überziehung der Zeit und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Freiherr von Heeremann. Ich bitte um Vergebung für meine Unhöflichkeit. Ich weiß, jeder, der hier überzieht, tut es, weil er für das Thema brennt. Ich muss auch deshalb auf die Zeit achten, weil unsere wunderbare Düsen-Tech-Hall später noch einen wichtigen Anschlusstermin hat. Deshalb
bin ich so streng und freue mich jetzt aber sehr auf die Rede unseres Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da ist er auch schon. Sie waren ja selber in Mossul, Herr Müller, im April und ich bin sehr gespannt, was Sie uns von Ihren Eindrücken erzählen werden. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Entschuldigung, ich musste parallel zur Haushaltssitzung. Es geht ja darum, dass wir unsere Mittel sichern, Herr Jüsten, und alle, die davon auch profitieren. Lieber Volker Kauder, Norbert Bartle, Hermann Gröhe und viele Freunde sind da. Und da ist die Frage schon beantwortet. Die Union unterstützt Sie in der ganzen Breite. Bischof Emanuel, sage ich, und Thyssen Tekal, wir waren vor 3 Wochen wieder zu Hause in der Region bei Ihnen mit unglaubbar und unsagbar schönen auch Begegnungen. Ich will auch mal sagen, was sich Gutes tut. Wir haben Baba Scheik getroffen mit Ihnen im Heiligtum der Jesiden und ich will sagen, das war mir ganz wichtig, diese Botschaft, dass auch Versöhnung innerhalb der Jesiden möglich ist, ein Zurück für geschändete, vergewaltigte Frauen in die Familien. Das ist ganz zentral wichtig gewesen, glaube ich, für Tausende von Frauen. Und lieber Volker, du setzt dich aus voller Leidenschaft und Inbrunst ein. Ich habe das aufgenommen, das Thema mit Markus Gröbel, den Religionsbeauftragten für Religionsfreiheit in der Welt. Und darf ich vorab generell das schon sagen als deutscher Entwicklungsminister. Religionsfreiheit ist für uns ein Menschenrecht, weltweit. Ein Menschenrecht für alle Religionen muss dies gewährleistet werden. Und uns, die Religionen, in Deutschland glaubt man dies ja nicht, 90% der Menschen auf diesem Planeten glauben an einen Gott in einer Religion, in ihrer Religion. Sie glauben an einen Gott und uns Religionen, ob es Christen, Jesiden, ob es Muslime, Buddhisten, Hinduisten oder andere Religionen sind, uns verbinden gemeinsame Werte, die wir stärken müssen und wollen weltweit. Die verbindenden Merkmale, nämlich des Friedens, der Toleranz, des Gebotes, du sollst nicht töten. Ich glaube, das ist uns doch allen gemein. Das ist eine Grundlage. Du sollst nicht stehlen. Und die Grundaussage, die so herrlich auch im deutschen Grundgesetz steht, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben in Würde. Und wir, Volker Kauder, ich, wir sind Christen in der Politik und wir fühlen uns dieser Aufgabe verbunden und verpflichtet in unserer Politik. Und deshalb auch heute dieses Bekenntnis, meine Damen und Herren, und dieses Bekenntnis fordern wir natürlich auch von anderen ein. Und aus diesem Bekenntnis muss Verantwortung erwachsen für die Jesiden, für diese Region und das Leiden dort. Wir müssen Solidarität zeigen und das kann jeder. Sagen Sie jetzt nicht nur, die da vorne in der Politik, wir tun das. Und ich setze einen Schwerpunkt mit Unterstützung von Volker Kauder und der Kanzlerin gerade im Nordirak. Ich war in Bagdad und habe mit der Regierung al-Abadi damals noch und ich sehe schon die Chance, dass die neue Regierung auch auf der Basis des Ausgleichs aufbaut, Bischof Emanuel. Ausgleich der verschiedenen Minoritäten, Majoritäten, Ethnien und Religionen. Das war vielleicht die größte Leistung von al-Abadi. Und die neue Regierung hat unsere Unterstützung, aber wir erwarten eine Regierungsbildung, die dieses Prinzip der Achtung, des Ausgleichs von Mehrheiten, Minderheiten und der Wahrung von Religionsfreiheit umsetzt. Denn unsere Leistungen, unser Angebot der Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung ist groß. Wir sind Geber Nummer 1 und Volker, wir versprechen nicht nur Kredite, wie das Briten, Amerikaner und andere tun, sondern wir sind konkret vor Ort da.
mit einer Zusage, die ich machen konnte für das Haushaltsjahr mit 350 Millionen. Und das können Sie, das müssen Sie in dieser Region, und das sage ich jetzt gerade parallel, ich hatte vor einer Stunde das Gespräch mit Finanzminister Scholz, wo ich ihm gesagt habe, wir setzen das Geld direkt 1:1 bei den Menschen ein. Das kommt direkt in diesen Regionen an. Und wenn ich in Mosul war, Markus, es ist ja unglaublich, weil man kann das eigentlich nicht glauben. Eine Stadt und auch die ganze Region, aber die Stadt, das sind Weltkriegsbilder, die wir im Kopf haben. Im Weltkrieg waren wir noch nicht geboren, aber Dresden, Berlin, der Schutt, die Zerstörung ist dramatisch. Sie fahren 5-10 Kilometer durch die Stadt, alles am Boden. Und dann sehen Sie eine grüne Wasserleitung, die durch die Stadt geht, die unsere Partner dort die letzten 5 Monate installiert haben. Welthungerhilfe, UNICEF, GIZ, und alle 300 Meter ist ein Hahn, ein Wasserhahn. Die Menschen haben Trinkwasser im Mosul, mitten im Schutt. Das ist die Ausgangslage. Dann waren wir in einer Schule, und das möchte ich Ihnen sagen, weil Sie die Zahlen der möglichen Rückkehr. Wir haben mit deutscher Entwicklungsgeldern 170 Schulen wieder geöffnet, innerhalb von 6 Monaten. 170 Schulen. Und Markus, Sie haben uns mit Gesang, mit Liedern, mit Freude, mit Fröhlichkeit empfangen. Das ist ja auch immer das, was so bewegend ist. Auf der einen Seite der Tod, das Elend, die Hölle, und auf der anderen Seite die Kinder, das Leben, die Hoffnung, die Zukunft. Und ich sage Ihnen, in den letzten 6 Monaten sind circa 1 Million Menschen allein nach Mosul zurückgekehrt, in diese zerstörte Stadt. Denn die Menschen wollen zurück in ihre Heimat. Das ist in Tigrit so, das ist in der Sinjar-Region so, und das müssen und wollen wir unterstützen. Deutschland bleibt da an ihrer Seite und ganz besonders an der Seite der verfolgten Christen und Jesiden, aber auch anderer Minderheiten. Und wenn man das so sieht, Euphrat und Tigrit, Mesopotamien, 4000 Jahre, das ist das Stammland der Christen in der Welt. Und wir hatten noch vor 10 Jahren 1,2 Millionen Christen und sind jetzt bei 200.000 plus minus. Und Bischof Emanuel und die Würdenträger hier im Saal, ich teile den Pessimismus nicht. Und wenn, da müssen wir was dagegen tun, dass Christen keine Zukunft hätten in ihrer angestammten Heimat. Das Signal hier muss sein, sie haben Zukunft. Und wir stehen an eurer Seite und wir helfen euch beim Wiederaufbau, bei der Rückkehr in eure Kirchen und in eure Gemeinden. Und da kann jeder von Ihnen nach Hause gehen und sagen, ich gehöre einer Pfarrgemeinde an, ich gehöre einer Organisation an, ich engagiere mich. Schreiben Sie uns, dem Markus, mir, und wir vermitteln Ihnen direkte Kontakte, Partnerschaften. Wir haben Kommunalpartnerschaften, wir haben Klinikpartnerschaften in Erbil aufgebaut. Die Menschen brauchen diese Hilfe und Unterstützung. Insbesondere Kommunen können hier sehr, sehr viel tun. Ich mache kürze ab, möchte aber ein paar Dinge noch sagen. Erstens, wir brauchen Versöhnung und Aufarbeitung der Verbrechen an diesen Minderheiten. Aufarbeitung und Versöhnung. Wenn wir zur Tagesordnung übergehen, ist das keine Basis für Frieden und Zukunft. Aufarbeitung und Versöhnung. Frau Tekay kann das viel besser ausführen. Und unser Besuch, wir haben ein Zentrum für Survivor, nennen die Frauen sich. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die Frauen, die überlebt haben in Dohuk, von 7000 Jesiden, die gefangen wurden, sind circa 3.000 bis 5.000 getötet worden und noch 3.000 sind vermisst. Und der kleine Junge, der uns dann das Gedicht vorgetragen hat mit tränenden Augen, wo sein Bruder und seine Schwester noch fehlt, oder das kleine Mädchen, das zwei Schwestern und die Mutter verloren hat und jetzt vor dem Nichts steht, die bauen auf unsere Hilfe. Und wir haben
ein Health-Zentrum, ein Gesundheitszentrum, ein Survivor-Zentrum aufgebaut für diese Frauen. Und wenn Sie in die Augen der Frauen schauen, dann sehen Sie die Verbrechen, dann sehen Sie das Leid. Ich möchte an der Stelle auch der Landesregierung Baden-Württemberg danken. Das Projekt 1000 Jesidinnen im Land, eine Chance, eine Möglichkeit, Traumabearbeitung zu machen, funktioniert und ist ein großartiger Ansatz. Es muss die Identifikation von Vermissten erfolgen. Das ist auch unsere Arbeit. Überlebende, das Thema Öffnung von Massengräbern, die Frage der Entschädigung. Wir arbeiten da mit Ihnen zusammen, aber das muss weitergehen. Vergewaltigung muss ein Kriegsverbrechen werden und als solches eingestuft werden. Und was mich besorgt macht, ist, dass derzeit keine internationale Strafverfolgung möglich ist. An all diesen Punkten müssen wir politisch arbeiten. Das ist unser Auftrag, ein Stück Gerechtigkeit zu schaffen für die, die überlebt haben, und durch die Versöhnungsarbeit, die wir leisten, einen Pfad der Hoffnung in die Zukunft zu leben, dass ein Miteinander im Frieden möglich ist. Und da bin ich überzeugt, die Zahlen und die Besuche und die Gespräche zeigen mir schon, dass es möglich ist, und die Rückkehrerzahlen sind auch ein Zeichen der Hoffnung. Wir stehen an Ihrer Seite. Wunderbar, dass Sie alle da sind. Ein voller Saal. Volker, herzlichen Dank und euch allen für diese Initiative. Dankeschön. Lieber Herr Minister, ganz herzlichen Dank. Mich hat besonders berührt, dass Sie gezeigt haben, der Pfad der Versöhnung, den können wir alle gehen, den können wir auch einfach in unseren Kirchengemeinden oder als Privatmenschen gehen. Und es liegt eben nicht nur an den Politikern hier im Saal, sondern an uns allen als Mitmenschen. Dankeschön dafür. Meine Damen und Herren, wir haben ganz viele Impulse gekriegt, die wollen wir jetzt im Gespräch hier vertiefen. Ich werde das zunächst in der Runde spielen und am Schluss für Ihre Fragen auch öffnen. Und ich bitte Sie, dass Sie jetzt mit mir begrüßen unsere Diskussionsrunde. Wir haben ja schon gehört, Immanuel Jukana, er wird dabei sein, Freiherr von Heeremann, Johannes Nepomuk, herzlichen Glückwunsch auch von uns zum Namenstag. Und natürlich Heribert Hirte, Michael Brandt und Düsen Teckal, herzlich willkommen. Suchen Sie sich Ihre Lieblingsplätze aus. Frau Teckal, vielleicht, ich weiß, Sie müssen ja früher weg, wollen Sie vielleicht dann gegenüber, denn dann haben wir hier nicht so eine Lücke. Sie hinterlassen eine schmerzliche Lücke, aber es muss ja nicht jeder sehen. Okay, ich darf Ihnen die Teilnehmer kurz vorstellen, so noch nicht passiert. Vater Immanuel und Freier von Heeremann haben Sie schon gehört heute. Ich darf Ihnen vorstellen, meinen Nachbarn zur Linken, Michael Brandt. Er ist der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Thematisch ist er dafür super gewappnet, als theoretisch als Politologe, als Historiker, als Jurist. All das ist nötig, Aufarbeitung, Strafverfolgung. Aber er hat auch praktische Erfahrung am European Balkan Institute und er hat in Sarajevo studiert, was ihn sehr beeindruckt hat. Und dort war Michael Brandt auch Wahlbeobachter für die OSZE. Also er kennt sich durchaus auch aus mit etwas krisengebeutelten Regionen. Professor Dr. Heribert Hirte darf ich Ihnen vorstellen. Er wurde anfänglich vielleicht durch Zufall oder sagen wir durch Fügung zu einem der profiliertesten deutschen parlamentarischen Fürsprecher der Religionsfreiheit, nämlich in seiner ersten Arbeitswoche als junger Abgeordneter ging er in den Gottesdienst des Bundestages. Es mangelte an einem Organisten. Heribert Hirte sprang beherzt ein. Volker Kauder war Augenzeuge, dachte, den schnappe ich mir und hat ihn dann gebeten, den Vorsitz des Stephanuskreises zu übernehmen. Da werden Sie uns gleich vielleicht noch was zu sagen, Herr Hirte. Der Stephanuskreis ist in short ein überkonfessionelles Forum der CDU-CSU-Fraktion, das sich für Toleranz und eben für Religionsfreiheit weltweit einsetzt. Eine ganz besondere Freude ist mir, Ihnen Düsen Teckal vorzustellen. Das ist eine Hannoveranerin jesidischen Glaubens, eine Journalistin ist sie, die wegen des Völkermords an ihrer Religionsgemeinschaft plötzlich zur Kriegsberichterstatterin wurde und darüber zur Menschenrechtlerin. Düsen Teckal hat einen vielbeachteten Film gemacht über den Genozid an den Jesiden. Dieser Film ist preisgekrönt, er heißt Tawa,
HELP. Und so heißt auch der Verein für humanitäre Hilfe, den Düsentecker gegründet hat. Davor wird sie uns gleich erzählen und der Minister hat es ja auch schon angedeutet. Das sind lauter gute Gründe für die europäische Bewegung, Düsentecker vor einer Woche zur Frau Europas zu küren. Herzlichen Glückwunsch auch von uns und umso mehr freuen wir uns, dass Sie da sind. Ja, Sie ahnen, Düsentecker ist eine sehr gefragte Frau als Frau Europas und überhaupt. Und sie muss heute noch oder darf in Bayern den Integrationspreis verleihen. Auch das wichtig und segensreich. Deshalb werden Sie nicht bis zum Ende der Diskussion bleiben können. Und wir fangen jetzt einfach an, wenn Sie erlauben, meine Herren, weil Frau Tecker ja dann wegdüsen muss, sozusagen. Okay. Frau Tecker, der Minister hat es gerade erzählt, Sie waren ja gemeinsam in Mosul. Was war für Sie so die wichtigste Erkenntnis? Sie waren ja oft in der Region, aber was ist aktuell das Wichtigste für Sie? Also im Grunde genommen möchte ich direkt anknüpfen an das, was Herr Minister Müller auch gesagt hat, nämlich, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir eine Chance haben und dass ich Hoffnung sehe. Und natürlich, das ist nicht lange her, ein paar Wochen, bin ich immer noch tief geprägt von den Eindrücken, die wir dort vor Ort verbracht haben. Und ich möchte noch mal deutlich sagen, all das, was Herr Müller gerade angesprochen hat, also die Opferentschädigung, die Aufarbeitung, die Gerechtigkeit, sind Dinge, die auch durchgesetzt werden, gemeinsam mit der CDU-CSU-Fraktion. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Herrn Kauder bedanken, der dieses Thema seit Jahrzehnten hochhält und uns damit, uns deutschen Jesiden, Rückendeckung gibt. Also was ist da konkret passiert? Herr Müller hat mich als deutsche Jesidin mitgenommen und hat damit erstmal ein ganz deutliches Zeichen gesetzt. Und zwar in die Parlamente hinein, das kurdische Zentralregierung, auf der anderen Seite die parlamentarische Regierung, aber auch in meine eigene Religion hinein, sozusagen, wo ich hinkam und wo ja auch viele Männer erstmal sitzen. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir was bewegen können. Also wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich auch immer die These vertrete, dass kein Weg an der Frau vorbeigeht. Und das gilt dort natürlich genauso wie hier. Und es ist so, dass auf der einen Seite natürlich viele traurige Dinge vorzufinden waren. Sie haben die Beispiele gerade gehört, also gerade auch, als wir das erste Mal in Mosul waren. Herr Müller war der erste Bundesminister, der dort war und ich war auch zum ersten Mal da, weil ich wusste, so sicher komme ich da nie wieder hin. Und ich habe sozusagen diese Pragmatik auch sinnstiftend genutzt, einmal um mich auch mit darüber zu erkundigen auf Delegationsreise, was wird da konkret geleistet, auch von deutscher Seite, 100 Millionen in den Wiederaufbau und gleichzeitig parallel mir natürlich auch die Frage gestellt nach dem Wiederaufbau von Menschen, Fragezeichen. Und automatisch kam mir natürlich auch vor Augen das Schicksal der jesidischen Frauen in IS-Gefangenschaft, wir haben es von Pater Emanuel gehört, die dort auf den Sklavenmärkten verkauft worden sind. Wir waren in der Moschee von al-Baghdadi, wo er das größenwahnsinnige Kalifat ausgerufen hat und keine wenige Meter von dort entfernt ist dieser Souk, wo unsere Frauen geknebelt worden sind, verheiratet worden sind, in Anführungsstrichen. Und mir kam natürlich diese Erinnerung vor Augen und ich möchte in diesem Zusammenhang auch Nejla Mato begrüßen, eine IS-Überlebende aus dem Sonderkontingent, die heute hier unter uns sitzt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie sozusagen diesen Weg auch mit uns gemeinsam geht. Und all das, was wir erreicht haben, hätten wir niemals erreicht ohne die Unterstützung von Menschen, die mitgehen. Und das sind nicht nur Politiker, das ist vor allem auch die Zivilgesellschaft. Sie haben gerade ein Wort geprägt, wo ich erst gestutzt habe. Sie haben gesagt, der Wiederaufbau von Menschen. Das klingt erstmal so merkwürdig vielleicht. Der Minister hat gesagt, Aufarbeitung, Versöhnung, daran knüpfen Sie ja an. Und Sie haben jetzt gerade im März mit Hawa und ich glaube auch mit Unterstützung des BMZ ja ein konkretes Projekt gestartet, Back to Life. Was genau machen Sie denn da? Und vor allen Dingen ist meine Frage, richtet sich das nur an die Jesidin oder an alle Frauen in der Region? Ja, also wir sind ja so aufgewachsen, dass wir keine Unterschiede machen, was Religion angeht. Das hat uns mein Vater immer gepredigt und beigebracht, der sehr aktiv war in der Gesellschaft bedrohte Völker. Und das war etwas, was wir uns weiter beibehalten wollten, gerade angesichts der Tatsache, dass die Jesiden sich im Völkermord befunden haben. Deswegen war für uns von Anfang an klar, dass dieses Projekt sich an alle Frauen richten muss. Und zwar an Muslime, Christinnen und Jesidinnen. Und nur dann ja auch diese Friedensaussöhnung, von der wir immer sprechen, überhaupt erfolgen kann, durch das Gemeinsame. Und Herr Kauder hat es gerade beschrieben, dass ich jemand bin, der dranbleibt. Das finden einige gut, andere nicht so toll. Also ich habe nicht so viele Fans wie hier heute. Das kann ich Ihnen sagen, deswegen genieße ich das heute sehr. Ist nämlich nicht immer so. Und es ist so, dass wir dafür gekämpft haben. Und zwar das erste Mal, als wir hier in diesem Fraktionssaal waren und der Film gezeigt worden ist von der CDU-CSU-Fraktion und Herr Müller zufällig da war. Das war wirklich sozusagen hat sich einfach gefügt, also das Schicksal. Und da sind wir dran geblieben und haben gesagt, es geht nicht nur um den Film, sondern es geht darum, konkrete Projektarbeit und Hilfe zu leisten für diese Frauen, um das Schicksal nicht vergessen zu machen. Und ich habe Nejla gerade zitiert, ich will sie nochmal zitieren, die mich immer wieder angerufen hat, gesagt hat,
mir geht's gut, ich bin in Sicherheit, aber mir reicht es nicht, ich will was tun. Ich bin nicht krank, ich brauche keine Tabletten, ich brauche keinen Psychiater, ich will Gerechtigkeit. Ich will meine Stimme erheben, ich will Zeugnis ablegen für die verstummten Toten, für meine Eltern, für die Angehörigen, für eine ganze Stadt, die Kocho heißt, wo kein Mensch mehr ist. Und ich möchte, dass der Irak und die Zentralregierung von Kurdistan die Strafverfolgung aufnehmen und ich möchte Aussagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und ich wünsche mir, dass wir diesen tapferen Frauen dabei helfen. Können Sie uns noch kurz sagen, was Sie konkret machen mit den Frauen, Frau Teckel? Wir haben auch in Deutschland sozusagen auf unsere eigene Sozialisation gemerkt, dass sozusagen die Bildung das Ticket in die Selbstbestimmung und die Freiheit ist. Und letztlich auch das Empowerment und die Arbeit. Also Einkommen heißt auch weiterkommen und mitkommen. Und das darf man gar nicht losgelöst voneinander betrachten. Wir tun uns ja immer schwer damit. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen ein Projekt, was pragmatisch orientiert ist. Und dieses Projekt, das sind zum einen Alphabetisierungskurse, das sind Nähkurse und das sind Women Leadership Empowerment Kurse, die wir direkt dort ansetzen, wo es eben auch, wo die Hilfe benötigt wird, nämlich in den Flüchtlingscamps. Und da ist ein Camp, das heißt Camp Kadia, wo viele Menschen aus Kocho sind, aber auch viele Christen, viele Muslime, wo wir selber vor Ort uns die Lehrerinnen ausgesucht haben. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, zum Beispiel einer Lehrerin aus Mosul. Konservativ sozusagen, religiös, fromm und eine großartige Frau, die eben auch gesagt hat, ich habe was gut zu machen. Und ich möchte, dass diese jesidischen Frauen verstehen, dass auch wir nicht alle gleich sind. Und das ist vielleicht das, was Herr Müller meint mit diesen Hoffnungen, die immer wieder aufkeimen. Und auf der anderen Seite eben auch jesidische Frauen, die mittlerweile in Digitalisierung mindestens genauso weit sind wie wir. Also der Denkfehler, den wir machen, ist immer zu glauben, dass die so weit hinterher wären, sondern es geht eigentlich darum, Möglichkeiten zu schaffen. Und letztlich würde ich auch sagen, dass diese Möglichkeiten, die wir in diesen Flüchtlingscamps schaffen, das gilt für 2 Jahre gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium für 800 Frauen, etwas ist, was wir hier auch eben weitermachen müssen. Also es ist nicht so, dass diese Arbeit aufhört, nur weil wir uns sozusagen in Deutschland befinden. Also ich glaube schon, dass auch diese Schnittstelle zwischen der Integrationsarbeit als solches, die in einem BMI angelegt ist, oder auch das Bundesentwicklungsministerium, da viel mehr zusammenarbeiten könnte und dass sozusagen in diesen Krisenregionen nicht nur die Krise liegt, sondern eigentlich auch immer ein Teil der Lösung. Also es ist sozusagen meine Erfahrung vor Ort. Okay, ich weiß, Sie sitzen auf heißen Kohlen. Zum Abschluss noch eine Frage. Hier sitzen lauter Politiker, die am Drücker sind und Sie haben großen Dank gezeigt. Die Zusammenarbeit ist ja gut, aber trotzdem, glaube ich, gibt es immer etwas, was vielleicht Ihnen noch helfen würde oder wo Sie denken, da müsste man mal neu dran gehen, anders denken. Gibt es da was? Genau, ich bin ja nur eine Akteurin von vielen, das möchte ich hier fairerweise sagen. Mir fallen viele Leute ein. Hervorheben möchte ich Jan Ilhan Kisselhahn, der Bruder ist heute hier, Aslan Kisselhahn, der das Traumazentrum in Dohuk sozusagen leitet. Das sind ja auch unsere Leuchttürme und Brückenbauer, die tagtäglich vor Ort sind. Es geht letztlich darum, diesen Weg eben mit dem Druck aus Deutschland, mit dem Geld, was investiert wird, und das ist nicht wenig, in unserem Interesse, im Interesse unserer Werte, diese Konditionierung in diesen Herkunftsregionen weiter voranzutreiben, so nach dem Motto, auch Geld gibt es nicht umsonst, sondern wir haben sozusagen den Anspruch, dass wir sagen, menschenwürdige Verhältnisse. Für die sind wir auch in Deutschland mitverantwortlich, gerade unter dem Aspekt, dass wir nicht alle Menschen hier aufnehmen können. Das wäre unrealistisch, darum geht es auch nicht. Dann müssen wir sozusagen erst recht unter diesem Aspekt dort für menschenwürdige Verhältnisse sorgen. Und bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das heißt, dieser Optimismus, den ich hier heute sozusagen von mir gebe, den teilen wahrscheinlich nicht alle. Schon gar nicht die Menschen, die selber betroffen sind. Schon gar nicht diejenigen aus dem Kram Radia, die seit 4 Jahren dort sind und keine Gerechtigkeit erfahren und fragen, was sollen wir denn da, was verlangt ihr von uns, was für eine Versöhnung, wenn noch nicht mal die Aufarbeitung stattfindet. Also mein Wunsch wäre quasi, dass wir diesen Druck weiterhin hochhalten, weiterhin erhöhen, und die Parlamentswahlen, sie waren gerade. Es gibt für Jesiden nur einen Minderheitssitz, das ist zu wenig. Es gibt jetzt einen Jesiden, der reingewählt worden ist, aber der sich nicht nur auf dieses Thema konzentrieren wird. Wir haben das Thema Opferentschädigung beispielsweise, da werden auch Unterschiede gemacht. Also es ist zum Beispiel so, dass bei Opfern muslimischer Herkunft, da werden Reparationszahlungen geleistet, bei Jesiden nicht. Das sind Tabuthemen, die müssen wir besprechen. Also wir müssen ganz offen darüber reden, was klappt hier nicht, also auch mit der Erinnerungs-Gedächtniskultur. Ich glaube, da könnten wir viel beweisen, und im Gegensatz zu Syrien sehe ich im Irak trotz allem immer noch sowas wie Hoffnung. Und das wäre sozusagen mein Wunsch, dass wir genau hingucken, was da passiert. Vielen Dank, Frau Teckel. Dann entlasse ich Sie jetzt etwas traurig nach Bayern, aber Sie haben ja Wichtiges dort zu tun. Alles Gute noch für Ihre Arbeit und für den Tag heute. Dankeschön, dass Sie hier waren.
Meine Herren, danke schön, dass Sie sich so nett kurz in die zweite Reihe gestellt haben. Jetzt wieder in die erste. Ich möchte noch mal mit Ihnen anknüpfen, Vater Emanuel. Wir haben gerade Frau Tecker gehört, die die jesidische Sicht dargestellt hat. Mich würde interessieren, inwieweit ziehen Sie da tatsächlich an einem Strang, auch die verschiedenen Glaubensgemeinschaften in der Kirche, die Jesiden, vielleicht auch mit Muslimen. Wie ist die Zusammenarbeit über die Religion hinweg? May I ask you to take a mic? Thank you for the question. You touch a very sensitive, very Frage. Das ist natürlich ein sehr heikles, ein sehr wichtiger Punkt. Leider fehlt das im Irak daran. Vielleicht ist das aufgrund der Geschichte des totalitären Regimes von Saddam Hussein und dann dieses Machtvakuum, was danach folgte. Unglücklicherweise haben wir im Irak heute keine Plattform, die zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen funktionieren würde, interreligiös. Also wir haben auch so etwas, daran fehlt es. Aber es gibt Zusammenarbeit auf der Ebene der Nichtregierungsorganisationen, manchmal auf lokaler Ebene, zum Beispiel in Bashika und Karakosch, Chechan und an anderen Orten. Manchmal auch über humanitäre Organisationen, über die Vereinten Nationen. Aber leider ist es so, dass wir bei uns sozusagen auf der ganz unteren Ebene da keinen interreligiösen Dialog haben. In CADMI und an anderen Organisationen versuchen wir jetzt, einen anderen Ansatz zu haben. Wir möchten die unterschiedlichen Gemeinschaften, die unter ISIS gelitten haben, zusammenführen, um dann eine gemeinsamere, bessere Zukunft zu gestalten. Ein Thema. Sie haben vorhin Fotos gezeigt und es arbeiten eben drei Riten zusammen, die Chaldäer, die syrisch-orthodoxen und die syrisch-katholischen bei ihrem Nineveh Reconstruction Committee. Ist das auch innerhalb der Kirche schwierig gewesen oder ist es immer noch schwierig oder ist das Friede, Freude, Eierkuchen und alle ziehen an einem Strang? So einfach ist es nicht. Ich glaube, Sie müssen nur reinsprechen. So einfach ist es nicht, weil jeder natürlich für seine Gruppe erstmal kämpft. Das ist, wenn wir Gelder haben und die verteilen, dann wird natürlich gerangelt. Was ist schlauer in jedem Dorf? Die Dörfer sind ja sehr unterschiedlich geprägt. Die einen sind mehr chaldäisch oder griechisch-katholisch oder orthodox. Und dann sagt man so aus europäischer Sicht, wenn wir jetzt 5 Millionen haben, wir haben jetzt nochmal ein Projekt mit 5 Millionen aufgelegt, dann sagen die einen, jetzt muss das gleichmäßig verteilt werden über die Dörfer, damit alle Hoffnung haben. Aber das ist organisatorisch sehr schwierig. Dann hat man in jedem Dorf andere Zusammensetzungen. Es ist einfacher, entweder zu sagen, wir machen ein ganzes Dorf, das kann man organisieren, oder wir machen es mit einer der drei Kirchen. Aber alle Mischformen führen nur zu unnötigen Schwierigkeiten. Also die Zusammenarbeit in dem Komitee klappt gut. Man muss sie immer wieder zusammenholen und ihnen klar machen, dass sie nur zusammen eine Chance haben. Das bedarf einer gewissen Anstrengung, aber unser zuständiger Mann ist ein Pole und die können ja auch ganz schön stur sein. Und das kriegt er auch immer wieder hin. Ja, auch. Also ich glaube auch, dass da durch diese Zusammenarbeit vielleicht auch etwas Versöhnung wächst. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit unter Leuten, die sich nicht so automatisch harmonisch begegnen, führt ja oft auch zu einem Wandel in der Beziehung zueinander. Das, darauf bauen wir. Jetzt waren wir mit Frau Teckerl und Ihnen, Vater Emanuel, und Ihnen, Herrn von Heeremann, ganz nah an der Region. Jetzt natürlich die Frage, wie können Sie das hier als deutsche Politiker begleiten und als menschenrechtspolitischer Sprecher, Herr Brandt, Ihrer Fraktion, was würden Sie sagen, wie kann die Fraktion den Prozess stärken und stützen und was haben Sie eigentlich bisher erreicht? Also ich möchte erstmal eine Vorbemerkung machen, weil Sie haben ja einige Dinge aufgezählt, die auch mich beschäftigt haben vor der Bundestagszeit. Das Wichtigste war im Übrigen den Aufbau einer Menschenrechtsorganisation, um Kriegsverbrechen zu dokumentieren und Zeugen zu befragen. Das waren in Bosnien vor allen Dingen die Frauen aus Srebrenica. Und deswegen möchte ich die Vorbemerkung nutzen, um denjenigen, die ich beim Reingehen getroffen habe, nämlich Opfern, Sexsklavinnen des Islam, des sogenannten Islamischen Staates, mein erstes Wort zu richten und ihnen zu danken und meinen Respekt auszudrücken. Dafür, dass sie sich nicht haben brechen lassen und heute für Gerechtigkeit und Wahrheit eintreten. Vielen Dank dafür.
Was können wir tun und was haben wir getan? Also ich sag mal, ein Grund für diesen Kongress ist ja genau darauf den Fokus zu werfen, weil ich glaube, es beginnt damit, die Situation sich genau anzuschauen und die Frage zu stellen, was können wir tun? Gerd Müller hat berichtet, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Seit 2014 1,3 Milliarden Euro, die investiert worden sind. Das ist eine stolze Summe, aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder genauer hinschauen, das weiß ich auch aus der Diskussion mit Düsen-Teckal, und nachjustieren. Ich will mal zwei Beispiele nehmen. Ich habe hier mal eine Statistik mitgebracht der Entwicklung der humanitären Hilfe. Das hört sich ja auch immer alles prima an, Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, aber ich muss dann zum Beispiel genau schauen, wo geht denn das Geld hin? Ich habe im Gespräch mit den Frauen, mit den Jesiden, die dort Opfer geworden sind des sogenannten Islamischen Staates gehört, dass oftmals Hilfe vor allen Dingen genau nicht bei denjenigen ankam, die sie am dringendsten brauchen. Also Nahrung, Hygiene, Gesundheitsversorgung, das kann auch nicht bei einzelnen Familien landen, sondern es muss bei den Bedürftigsten ankommen. Und ich habe die Statistik deswegen genommen, weil Sie sehen hier, hier ist das Jahr 2005, dann geht der Bedarf deutlich nach oben und auch die Finanzierung. Das Blaue ist der Bereich, den die VN bekommt. Gute Organisation. Ich bin trotzdem dafür, und das ist ein Punkt, nicht nur in der Rückbetrachtung, sondern jetzt auch aktuell, die NGOs ist das Blaue hier. Und wir müssen beim Einsetzen der humanitären Hilfe darauf achten, dass wir nicht nur die großen Tanker haben, sondern das, was Sie beschrieben haben, wo Leute sich zusammentun, Kirchen zusammentun, NGOs zusammentun. Nicht jeder kann alles tun, aber ich sehe hier im Raum einen da hinten aus meinem Bundesland Hessen, Frank Franke, der Luftfahrt ohne Grenzen gegründet hat. Eine ganz kleine NGO. Ich erinnere mich an einen Anruf an einem Sonntag auf dem Handy. Es klingelte permanent. Und ich dachte, was ist da los? Und ich sollte eigentlich mitfahren nach Erbil. Habe den Hilfskonvoi vom Frankfurter Flughafen verabschiedet. Und dann ist was passiert, wo auch manchmal der Zufall einem hilft. Manchmal schadet er, manchmal hilft er. Und eigentlich war das, Sie erinnern sich alle an diese dramatischen Situationen um das Shingalgebirge, als es umstellt war und wie er es gesagt hat, für die Jesiden, da geben wir noch nicht mal einen Schuss ab, sondern die hungern wir aus, das Problem lösen wir so. Und es war umstellt und Frank Franke hat mit dieser kleinen Organisation Luftfahrt ohne Grenzen, die andere anhaut, könnt ihr Luftfracht mitnehmen, wir organisieren was, wir haben Unternehmen, wir wollen Sachen dorthin liefern. Die waren gerade vor Ort gelandet, mussten zwei Tage warten, sind nicht weitergekommen, sie wussten nicht warum, er rief an, wollte von mir wissen warum. Die Gegenoffensive war gerade am Laufen und sie waren die Ersten, sie haben dann von ihrem Konvoi drei LKWs direkt ins Sinjar-Gebirge geschickt. Und das ist für mich einer der Punkte, an dem ich sage, wir müssen als Politik, auch die Bundesregierung, der Bundestag darauf achten, dass wir nicht nur die großen Tanker, die große Struktur, sondern die Flexibilität aufrechterhalten, die Partner vor Ort, die lokalen Ansprechpartner, Düsen-Teckal ist eine davon, sie ist ja mit Havar auch ein Beispiel dafür, dass es klug ist, in die Großen zu investieren, weil die manches nicht können, was die Kleinen können, aber die Kleinen nicht zu übersehen. Und das ist, glaube ich, ein Auftrag, den wir gerade haben. Mhm. Dankeschön. Herr Hirte, der Stephanuskreis ist ja keine offizielle verwaltungsmäßig vorgesehene Einrichtung, sondern da treffen sich engagierte Parlamentarier. Was können die tun? Was kann der Einzelne im Bundestag tun? Was hat der Stephanuskreis bisher erreicht? Ja, zunächst mal herzlichen Dank dafür, dass ich den Stephanuskreis etwas vorstellen kann. Wir sind jetzt 83 Mitglieder, das ist etwa ein Drittel der Fraktion, die sich selbst und bereit erklärt haben, aktiv mitzumachen. Es kommen natürlich nicht immer alle zu den Treffen. Was machen wir bei den Treffen? Gerade gestern hatten wir das erste offizielle Treffen in der neuen Legislaturperiode. Wir geben den verfolgten Christen, vor allen Dingen den verfolgten Christen aus der ganzen Welt, eine Stimme. Wir reden mit ihnen, wir können das dann natürlich medial aufarbeiten und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, denn wir reden hier über den Nahen Osten. Wir übersehen dabei aber, dass es eine ganze Reihe anderer Gebiete dieser Welt gibt. Ich möchte nur an Indonesien erinnern, ich möchte an Afrika erinnern. Gestern hatten wir einen kenianischen Bischof zu Gast, die bei uns ein bisschen unter dem Radarschirm verschwinden. Und wenn wir überhaupt dafür sensibilisieren, an welchen Stellen der Welt es Konflikte gibt, religiöse Konflikte gibt, potenzielle religiöse Konflikte gibt, dann haben wir schon einen wichtigen Schritt getan. Wir haben in der Flüchtlingskrise gesprochen mit verfolgten Christen, die hier in Flüchtlingsheimen Angst hatten davor, dass die Bedrohungssituation des Nahen Ostens hier in Deutschland fortgesetzt wird. Aber wir haben dann vor allen Dingen auch, das ist ja unsere Aufgabe als deutsche Parlamentarier, nach Lösungen gesucht. Und das war Ihre konkrete Frage. Wir haben dann zum Beispiel daran gearbeitet, was wir als Bundesgesetzgeber machen können. Wir haben die Kriminalstatistik so verändert und gerade jetzt zeigt das Wirkung, inwieweit es Verfolgungssituationen auch von Christen bei uns in der Bundesrepublik gibt. Wir haben dafür gesorgt, durch die Änderung der Bewachungsvorschriften,
dass die Personalauswahl in Flüchtlingsheimen darauf Rücksicht nimmt, dass die religiöse Vielfalt erhalten bleibt. Das sind zwei Beispiele. Und natürlich habe ich mir überlegt, was können wir an Beitrag leisten, was haben wir im Ausland an Beitrag geleistet. Und da fügt sich, da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil die erste Sitzung, die ich vor jetzt 4 Jahren als Vorsitzender des Stephanuskreises hatte, da hatten wir gemeinsam zu besuchen, das ist wichtig, die Betonung auf gemeinsam, den Erzbischof aus dem Sudan, den muslimischen Imam und den evangelischen Pastor. Und die haben uns gesagt, wir wohnen im Sudan, in einem krisengeschüttelten Land, gemeinsam im selben Haus. Was wir zeigen wollen, und deshalb sind wir hier, es gibt Dialog zwischen den Religionen, und was wir brauchen, und darüber haben wir dann anschließend mit Entwicklungsminister Müller auch gesprochen, der deshalb Gott sei Dank auch noch im Amt ist, was wir brauchen, ist eine gemeinsame Möglichkeit, diesen Dialog öffentlich zu machen. Wir brauchen eine gemeinsame Radiostation. Und da schließt sich der Kreis, weil ganz Ähnliches haben wir gestern aus Kenia berichtet bekommen, einige der Kollegen waren ja auch da, dass wir einen Dialog zwischen den Religionen brauchen. Und ich bin deshalb in einer gewissen Weise beruhigt, andererseits auch beunruhigt, zu hören, dass der Dialog zwischen den Religionen an manchen Stellen noch entwicklungsfähig ist. Und umgekehrt bin ich natürlich traurig zu hören, dass nicht einmal zwischen den christlichen Religionen so geredet wird, wie wir das hier in Deutschland tun. Und wenn Sie fragen, was eine der Erfahrungen als Christ ist, der im Stephanuskreis arbeitet, wir denken alle, wir ticken alle mit der deutschen Erfahrung. Dass man natürlich mit Protestanten auch redet als Katholik, ist bei uns heute völlig selbstverständlich. Wenn man in Israel ist, ist die Erfahrung so, und da war ich letztes Jahr gerade auch in dieser Funktion, dann bekommt man gezeigt, da gibt es das eine christliche Dorf, das zweite christliche Dorf, die reden nicht miteinander. Und da beginnt natürlich die Arbeit. Und das, was Sie gesagt haben, einen nationalen Rat der Religionen zu berufen, die Religion an einen Tisch zu bringen, da können wir sehr viel Assistenz leisten. Und wir können das natürlich auch durch die Medien. Und wenn ich auf die Medien nochmal aufsatteln will, wenn ich die Medien, das Thema Medien nochmal aufgreifen will, wir haben in der Zeit des IS immer wieder gesagt bekommen, dass der IS durch das Internet dazu beiträgt, die Radikalisierung zu fördern. Leider erleben wir Ähnliches auch in Deutschland. Und die Mitte zu stärken, auch die Mitte medial zu stärken, den Dialog in der Mitte zu stärken, das ist eine Aufgabe, die wir unglaublich aus Deutschland fördern können, gerade mit unseren Erfahrungen auch, und dann kommt das Thema Aufarbeitung, auch beim Bereich im Fragen zum Fragenkreis der Aufarbeitung. Dankeschön, Herr Hirte. Jetzt haben wir von den beiden Politikern in dieser Runde gehört, wie sie unterstützen, institutionell und durchaus auch mit persönlichem Engagement. Ich wüsste gerne, Father Emanuel, Sie haben 2 Jahre gelebt in Deutschland, in Österreich. Sie wissen ein bisschen, wie wir ticken. Sie waren da Gemeindepfarrer. Sie haben, glaube ich, einen Eindruck bekommen, wie man aus Deutschland auf ihre Heimat schaut. Und ich wüsste gerne, ob Sie sich hinreichend unterstützt fühlen von den Christen in Deutschland, aber auch von den Politikern in Deutschland. Ich würde sagen, dass der deutsche Ruf unter den Irakern sehr positiv ist und natürlich auch, wie die Deutschen sich eingesetzt haben für den Irak, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht. Meiner Meinung nach bitten wir aber um mehr. Wir würden uns wünschen, sie würden sich noch mehr engagieren, ganz in diesem guten Ruf, in dem sie stehen in Irak. Denn wir haben so viele Jahrzehnte mit guter Erfahrung gemacht. Denn Deutschland hat ja sehr stark geholfen, Gemeinden in unserem Land wieder aufzubauen. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland noch mehr leisten kann. Aber angesichts der Tatsache, dass Deutschland ja zu den führenden Nationen in Europa gehört, glaube ich, dass Deutschland hier auch eine führende Rolle übernehmen kann in Europa für ein größeres Engagement im Irak. Aber ich habe ja bereits erwähnt, dass es natürlich nicht nur um die Deckung der finanziellen Bedürfnisse geht, sondern es geht natürlich darum, die Ursache des Problems zu bekämpfen. Wir bei CAPNI, wir hoffen, dass wir diese Hoffnung am Leben erhalten können. Denn Hoffnung ist nicht nur etwas Nettes oder eine schöne Predigt, die man am Sonntag hört, sondern es
sollte sich natürlich auch verfestigen, diese Hoffnung. Da sollte auch etwas dahinter stehen. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die von einigen Bedingungen abhängt. Denn das Scheitern der irakischen Regierung bei dem Umgang mit diesem Thema ist da natürlich ganz fatal. Vor 2 Jahren gab es auf der Regierungsebene im Irak überhaupt keine Diskussionen, um solche Ereignisse zu verhindern. Daher wünschen wir uns, dass Deutschland und die europäischen Länder politischen Druck ausüben auf die irakische Regierung und die irakische Institution, unser Volk zu überzeugen. Hier in Berlin übernachte ich in einem Hotel, weil ich eben kein Zuhause habe. Aber wenn dann die Menschen im Irak sich zu Hause fühlen, dann suchen sie keine Übernachtungsmöglichkeiten in Deutschland oder Skandinavien. Denn die Diaspora ist vielleicht für den Einzelnen eine sinnvolle Lösung, aber es kann keine Alternative für eine ganze Gemeinde oder Gemeinschaft darstellen. 2000 Jahre des Christentums können in der Diaspora nicht überleben, denn das Christentum hat dort seine Wurzeln und sollte dort auch bleiben. Wir brauchen Guidance, Führung, wir brauchen Pressure, Druck und wir brauchen, haben Sie das gesagt? Sie haben es nicht gesagt, aber es schwingt ja auch mit, you need more, das heißt sicherlich auch mehr Geld. Jetzt machen wir doch mal Butter bei die Fische, Ihr Projekt, Freiherr von Heeremann, das Sie vorgestellt haben. Derzeit beteiligt sich die Bundesregierung nicht daran. Gibt es da Kanäle, wo Sie dran arbeiten? Haben Sie da Hoffnung? Gibt es überhaupt Gespräche? Gespräche, es gibt Hoffnung. Mit Mikro gerne, lieber Herr von Heeremann, Dankeschön. Ja, es gibt Gespräche, Hoffnung, es gibt Gespräche hier in der Fraktion auch, die uns Mut machen. Und dann ist man in Gottes oder Volker Kauders Hand. Der guckt Bescheid zu Boden. Wie ein guter Kartenspieler, würde ich sagen. Aber vielleicht, nun sitzt ja Volker Kauder nicht hier, aber zwei, die ihn erleben und kennen, Herr Hirte, Herr Brandt. Assistiere gerne. Wir sind ja gerade Haushaltsverhandlungen, aber im Ernst, also ist das ein Thema, das... Natürlich ist das ein Thema. Sie können das in der Tagespresse ja sehen, gerade auch wie die Mittel für das Entwicklungsministerium nach oben gefahren werden, wie sie dauerhaft nach oben gefahren werden, in Relation auch zu den Verteidigungsausgaben, dass wir sagen, wir brauchen sichere Herkunft, wir brauchen auch Sicherung, Absicherung der Menschen in potenziellen Herkunftsländern, damit sie nicht auf die Flucht gehen. Das ist natürlich einer der Zusammenhänge und dass sie daran arbeiten, ist wunderbar und dass es Hoffnung gibt, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Und ich will nur das, was ich Herrn Meining eben zugeraunt habe, nochmal sagen, als Sie die Zahlen hier offen gelegt habe. Das war 250 Millionen Euro. Da habe ich gesagt, das ist aber wenig. Und ich meine, das muss man einfach mal in Relation auch sagen. Und gerade wenn es um die Verhandlungen mit Volker Kauder hört, wenn man es wenig sagt, wenn man es als wenig verkaufen kann, ist das, glaube ich, wichtig. Dieselben Häuser in Deutschland würden ein Vielfaches kosten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch als Botschaft, auch in die Haushaltsverhandlungen mitzunehmen. Also wir haben ja gerade heute um 13 Uhr die Debatte um das um den Etat des Auswärtigen Amtes gehabt. Dort ist die humanitäre Hilfe nochmal erhöht worden auf 1,3 Milliarden Euro. Aber man muss auch realistisch sehen, dass wir einen Bedarf haben weltweit. Wir reden ja auch über andere Regionen. Ich glaube, das darf man bei der Diskussion auch nicht übersehen, der sich in den letzten Jahren von 2 auf über 20 Milliarden Dollar weltweit erhöht hat. Das heißt, meine Behauptung ist, wir werden am Ende nicht durch humanitäre Hilfe alleine Konflikte lösen können. Die Staatengemeinschaft darf sich im Übrigen auch nicht hinter humanitäre Hilfe verstecken, sondern wir müssen auch bereit sein, und da sind auch wieder andere Ressorts beteiligt, andere Länder beteiligt, wir brauchen Partner, dass man frühzeitig eingreift, eingreift in vielerlei Hinsicht, um solche Eskalationen zu verhindern. Und wenn ich in die Region schaue, über die wir sprechen, ist es aus meiner Sicht, wir sind bei einem Kongress der CDU-CSU, einer der Schlüsselregionen, die darüber entscheiden wird, ob Religionen friedlich wieder oder weiter miteinander leben können. Jesiden, Christen, ich nenne auch die Schabak und die Turkmenen, das sind alles Herausforderungen, die natürlich es notwendig machen, dass wir diese Region besonders in den Blick nehmen. Ich will aber gleichzeitig den Blick weiten, weil die Herausforderungen werden nicht kleiner. Wir haben ganz viele Länder außerhalb Deutschlands, die große Versprechen machen, Budgets zu liefern und sie nicht liefern. Und das bringt uns ja immer wieder in die Schwierigkeiten. Die Bundeskanzlerin hat es ja heute in der Regierungserklärung auch deutlich gemacht, wie die Budgets aussehen, auch bei den großen internationalen Organisationen. Sie sind unterfinanziert
und dass am Ende sich Menschen auf den Weg machen, weil sie sagen, ich habe hier keine Perspektive, und dass wir jetzt auch wiederum eine Chance haben. Ich glaube, dass der heutige Termin, das, was dargestellt worden ist, der Kongress, den Filmbeitrag, den Sie gezeigt haben, es gibt Risiken, aber es gibt eine Riesenchance, dass wir jetzt an mehreren Stellen, das ist nicht nur die humanitäre Hilfe, es ist nicht allein die Entwicklungszusammenarbeit, sondern das, was hier gesagt worden ist, da ging es um Sicherheit, da ging es um Jobs, da ging es um Gesundheitsvorsorge. All das sind auch Riesenchancen, die wir jetzt ergreifen müssen, damit wir nicht irgendwann die Situation beklagen. Und ich will noch einen Punkt erwähnen. Ich habe am Anfang die Jesiden angesprochen, die Opfer von IS geworden sind. Das ist, diese Wörter wie Aufarbeitung und Aussöhnung, die hören sich so, naja, die sind so leicht ausgesprochen. Aber das Entscheidende ist, dass wir mit nationaler und internationaler Gerichtsbarkeit, dass wir Täter zur Verantwortung ziehen, dass wir aussprechen, was ist, Genozid. Das war Genozid, was dort passiert ist. Und ich will ein letztes Beispiel nennen, das ist gar nicht so weit, ich sage mal, ja, Mittlerer Osten, Nahe Osten, jetzt haben wir langsam begriffen, der Nahe Osten ist tatsächlich nah, aber wir erleben das ja auf dem Balkan seit über 20 Jahren, auch Deutschland hat sich da sehr engagiert. Im Jahr 2018 haben wir es beim EU-Land wie Kroatien heute so, dass Kriegsverbrecher wieder zu Helden erklärt werden, von Präsidenten, von Regierungschefs in diesem Land, internationale Richter beschimpft werden. Und dass wir in Serbien heute erleben, dass aus Geschichtsbüchern Srebrenica, der Völkermord, einfach getilgt wird. Der wird geleugnet. Das ist ein EU-Beitrittskandidat. Das heißt, die Dinge ziehen sich wie ein roter Faden durch. Man darf bei diesen universellen Dingen, Menschenrechten, Aufarbeitung, auch die Religionsfreiheit als zentrales Menschenrecht, nirgends Abstriche machen. Weil ich komme in Teufelsküche, wenn ich an einer Stelle die Augen zudrücke. Und deswegen sind die Verbindungen zwischen Europa, zwischen dem, was wir hier in der Region diskutieren, eine echte Chance. Eine echte Chance. Denn wenn es schief geht, dann wird es bitter. Und deswegen sage ich, wir müssen diese Chance nutzen und wir müssen sie zum Erfolg führen. Und ich bin auch optimistisch, dass wir das in der gemeinsamen Anstrengung erreichen werden. Vielleicht ist das jetzt nur ein kleinerer Punkt, aber für mich persönlich ist das sehr wichtig. Sie haben ja gerade erwähnt, dass die Finanzierung noch aufgestockt werden soll für die Renovierung der Häuser. Ich möchte daher dazu aufrufen, dass man vor allen Dingen die Partner vor Ort stärkt, denn gerade die Nichtregierungsorganisationen und humanitären Organisationen vor Ort werden dort bleiben und die muss man stärken. Denn wir haben ja nun Jahrzehnte eines totalitären Regimes hinter uns. Gerade so etwas wie Zivilgesellschaft ist etwas ganz Neues. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Finanzierung von besonderen Projekten, sondern auch eine Unterstützung und Ermächtigung der Nichtregierungsorganisationen vor Ort. Denn sie werden weiterhin uns dort helfen. Es ist ein bisschen eine vielleicht unbequeme Frage zu stellen, Herr von Heeremann. Wir haben ja eingangs gehört, auch vom Minister zum Beispiel, der sagt, es sah aus wie im Krieg. Ja, er hat Dresden genannt und Berlin als Vergleich. Und wir hören, wie schwierig es auch ist, Sicherheit zu versprechen. Sie haben uns gezeigt, ich habe dieses Bild der gelben Schule in Erinnerung, das wirkt sehr hoffnungsvoll. Man muss doch ein ungeheurer Optimist sein, in eine Region so stark zu investieren, die so fragil ist. Tja, aber wie ich da 2016, da direkt danach war, 14, da habe ich mir auch nicht vorstellen können, wie ich in den Dörfern war. Ich bin zwar noch im Krieg geboren, anscheinend nur noch wenige hier, weil vorhin jemand sagte, wir sind alle nicht im Krieg geboren. Doch, ich bin noch im Krieg geboren. Aber ich erinnere mich an meine Kindheitsbilder, Hannover, zerstörte Stadt. Aber nicht in dem Ausmaß, was ich da erlebt habe. Das war einfach dieser, was mich so erschüttert hat, waren die kaputten Häuser einerseits, aber der Hass, der dazugehört, so viel Energie in etwas zu zerstören, zu setzen, das ist einfach, da schaudert es ein. Das ist eine solche Wut oder Hass oder was das für eine Triebfeder ist, die so viel Kraft freisetzt, schwere Grabesplatten zu zertrümmern und auseinanderzuschlagen, Kirchen, alles was eine fromme Statue ist, die Köpfe abschlagen, das geht ja noch relativ einfach, aber da wurden dicke Gebäude einfach niedergemacht und diese Dörfer waren ja zum Teil wirklich platt.
Und da muss ich sagen, habe ich auch mir das kaum vorstellen können. Aber da es erstmal um das Überleben der Menschen ging, haben wir eben angefangen, in Erbil Verpflegung zu schaffen und Mieten und den Leuten einfach eine Chance zu geben. Und dann erwacht das ein bisschen wie das Gras im Frühjahr wieder. Das glaubt man auch vorher kaum, dass es noch kommt. Und dann erwacht die Hoffnung langsam. Und dann fuhren die Leute mal hin und da war irgendwo doch noch was zu sehen. Und dann fängt einer an, von zu Hause zu träumen. Und nach ist es dann halt doch wieder gewachsen. Und davon kann man sich anstecken lassen, muss man sich anstecken lassen. Und ich glaube heute, wie gesagt, es gibt keine Garantie, aber wo gibt es denn überhaupt noch Garantien auf dieser Welt? Und ich finde, da wo Hoffnung ist, muss man sie unterstützen, füttern und dann kann daraus auch neues Leben werden. Dankeschön. Das würde ich gerne auch nochmal aus Ihrer Sicht wissen, Vater Immanuel. Sie haben gesagt, wir müssen die Christen und Jesiden überzeugen, dass das, was ihnen geschehen ist, nicht wieder passieren wird. Wie können Sie das guten Gewissens zusichern? Ja, ich kann nur sagen, to touch that. Ja, es geht vor allen Dingen darum, die Ursachen des Problems zu bekämpfen. Zum Beispiel die Lehrpläne. Da möchte ich noch mal ein Beispiel nennen. Im Irak gibt es vier verschiedene religiöse Hierarchien schon vor dem Islam. Ich meine damit die Jesiden, die Juden, die Mandäer und natürlich die Christen. Aber können Sie sich vorstellen, dass in den Lehrplänen im Irak, also in den verschiedenen Schulen, Hauptschule, Abitur und an der Universität, dass es dort nicht einen einzigen Absatz, und ich spreche noch nicht mal von Kapiteln, wo über diese vier Religionen gesprochen wird. Das muss man angehen. Das gilt auch für die Verfassung und die Gesetzgebung. Man muss den Menschen Hoffnung geben, dass es Gerechtigkeit gibt. Denn jetzt müssen diejenigen, die die Entscheidungen treffen, dafür sorgen, dass es Gerechtigkeit gibt. Wenn es uns gelingt, diese Probleme anzugehen, dann können wir dafür sorgen, dass die Menschen auch bleiben. Sie möchten gerne bleiben, aber wir müssen sie davon überzeugen. Gerechtigkeit, Würde und sie dürfen natürlich nicht diskriminiert werden. Und sie müssen natürlich auch wirklich eine entsprechende Staatsangehörigkeit bekommen. So etwas gibt es derzeit im Irak nicht. Wir haben im Publikum noch Father George Yahola sitzen. Er ist Teil des Nineveh Construction Committees, also quasi ein lokaler Partner von Ihnen, Herr von Heeremann. Und Sie haben ja die Diskussion verfolgt. Ich wüsste gern, was Ihnen da so durch den Kopf geht. Wo sehen Sie wichtige Stellen, wo sich die deutsche Politik vielleicht gut einbringen kann? Es wird uns jetzt übersetzt werden aus dem Französischen, aber das geht nicht über die Kopfhörer, sondern das hören wir dann im Mikrofon. Es ist besser, dass man in eine europäische Sprache sprechen, aber ich spreche auf Französisch. Je pense que pour le futur de chrétienté en Irak, pour la sécurité, c'est pas clair comme tout l'Irak. Mais je pense le message de l'Église pour dire à fidèles de rester parce que nous restons avec vous. Ça veut dire, comme prêtre, comme autorité ecclésiale. Donc, ça encourage le peuple de rester dans le pays, parce que c'est normal, la persécution, le futur pas très clair. C'est le message le message que le chrétien il prend toute sa vie. Donc le témoignage que la chrétienté il faut être dans cette région
témoigner dans cette région. Merci bien. Jetzt hören wir die Übersetzung. Dankeschön. Ja, was die Zukunft der Christen im Irak und ihre Sicherheit anbelangt, so haben wir da keine Klarheit und wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Wir wissen ja auch nicht, wie die Zukunft im gesamten Land aussehen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Kirche den Gläubigen eine Botschaft gibt, nämlich bleibt hier. Wir bleiben ja auch, die Kirchenvorstände, die Pfarrer bleiben auch in der Region und das ermutigt auch die Christen in der Region zu bleiben, denn es ist wichtig, dass sie dort bleiben. Und viele hören ja auch ihr Leben lang schon diese Botschaft und fühlen sich dadurch ermutigt, in der Region zu bleiben. Danke. Wenn Sie noch etwas im Kopf haben, noch, Sebo? La Future? Peut-être pour la. Herr von Heeremann weiß was. Qu'est-ce qu'on a besoin de dans le futur? Parce que jusqu'à maintenant, on a réparer pas beaucoup de maisons, respect le reste. Ja, was brauchen wir vor allem für die Zukunft? Bis jetzt sind ja noch nicht sehr viele Häuser wiederhergestellt worden. Es bleiben noch sehr viele, die repariert werden müssen. Surtout les maisons brûlées, les maisons détruites, les gens ils respectent pour réparer son maison. Aussi, on a la stratégie de convaincre les gens qui l'ont quitté le pays, dans Jordanie, en Liban, en Europe, de rentrer en Irak. Mais ça, parce qu'il ne peut pas, parce que son maison s'est brûlée ou détruite. Et donc, on a besoin de beaucoup d'argent pour aider ces gens. Ja, das gilt nun vor allem für die Häuser, die verbrannt sind oder am Boden zerstört sind, vollkommen zerstört. Die Leute, die dort gelebt haben, warten darauf, dass die Häuser wiederhergestellt werden. Und wir müssen auch eine Überzeugungsstrategie durchführen für diejenigen, die jetzt geflohen sind nach Jordanien, in den Libanon, nach Europa und die gerne in den Irak zurückkehren würden, aber es nicht können, weil eben ihre Häuser nicht mehr existieren. Ganz herzlichen Dank. Ich will Ihre aller Expertise auch gerne nutzen, meine Damen und Herren, die Sie hier sind. Sie alle haben ja mit dem Thema zu tun und deshalb hier sind Mikrofone im Saal. Bitte sehr, der Erste steht schon auf. Ich sehe Sie dort hinten, den Herrn in der letzten Reihe und dann arbeite ich mich nach vorn. Bitte sehr, wenn Sie sich vorstellen, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Sabhan, ich komme aus dem Irak, ich bin ein Jeside. Allererstens, ich würde mich beschweren, dass Sie heute meine Zukunft und Zukunft der Jesiden aus dem Irak sprechen, obwohl gar kein Jeside aus dem Irak bei Ihnen im Publikum sitzt. Es wäre besser, wenn Sie jemanden eingeladen hätten, einen Jeside, der aus Irak kommt, der das erlebt hat, was ich erlebt habe und was die alle Jesiden erlebt haben im Irak. Sie haben Bilder von Mosul gezeigt, Sie haben von Kurdistan gesprochen, aber Sie haben gar nichts gesprochen, was die Jesiden erleben in Bergen. Ich habe Bilder, hier Fotos, ich habe im Stick auch, wenn Sie möchten gucken und sehen, was wir erleben. Also die Jesiden, wir haben gar keinen Frieden im Irak. Wir werden nicht in Frieden leben. Wir werden nicht wieder mit einem Araber oder einem Kurde leben. Die Kurden, wenn wir ein bisschen zurückkehren und kommen auf der Punt vor 3. August 2014, die Kurden waren doch da und die haben uns in den Stich gelassen. Und die Araber haben unsere Kinder, Geschwister genommen. Meine Schwestern waren 3 Jahre bei ISIS. 2, 3 sind zurückgekommen und 1, 2 fehlen immer noch. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, was die erleben. Wo mein Neffen, wo mein Nichtern und auch 1000 von Jesiden weiteren. Unser Massgraben sind immer noch dort, keiner guckt an. Keiner macht von Jesiden. Ich werde über Jesiden und Christen so reden, dass die, wenn sie, sehr geehrte Damen und Herren, nach Irak fliegen, bitte gehen im Shingal gucken. Gucken Sie direkt in dort, was Shingal ist. Was ist denn das für ein kaputtes Dorf? Wir wollen
Und wir werden ihn nicht aufmerksam machen, sondern fordern sie, wenn sie nächstes Mal bitte im Irak fliegen, direkt im Shingal gehen und gucken, was die Jesiden dort leben. Ich habe, wie gesagt, Bilder mit, die kaputte Häuser. Alles. Wir haben gar keine Sicherheit. Wir sind nicht hier in Deutschland wegen ein paar Center von Sozialamt zu kriegen. Wir sind hier, weil wir fühlen, dass wir kein Sicher im Irak haben. Und wir werden auch nicht haben. Es gibt keine Sicherheit von Jesiden im Irak. Das ist ein Punkt. Sie kann das nicht garantieren. Dankeschön. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Stimme der irakischen Jesiden ja jetzt hier eingebracht haben. Und ich halte noch mal fest, Sie teilen den Optimismus nicht, der hier oft geäußert wurde, aber jetzt bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Supas Mamo. Ich verstehe natürlich Ihre Aussage und ich spreche auch nicht über die Organisation dieser Veranstaltung, aber wir haben die gleichen Herausforderungen wie die Jesiden, das habe ich gesagt, aber da rede ich natürlich über die Arbeit von Captney. Aber ich spreche natürlich auch über unsere Zielgruppen und die wir versuchen zu unterstützen zusammen mit Miserior, damit auch das Krankenhaus in Snouni beispielsweise wieder funktioniert, ein jesidisches Krankenhaus. Und wir versuchen auch in Shingal das Krankenhaus wieder aufzubauen, zusammen mit Miserior. Dr. Brückenmann hilft uns dabei. Wir waren schon zweimal da in Snouni und auch in Shingal. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Jesiden bei unserer humanitären Hilfe. Reihe, mein Herr, und dann vielleicht die beiden Herren vor Ihnen. Und dann habe ich Sie gesehen und Sie und die Dame gerne. Wenn es ganz kurz ist, gerne. Nehmen Sie. Ja, es geht um einen anderen Punkt. Wenn Sie über Irak reden und wir sind in Deutschland, bitte, ich arbeite in einer Kanzlei und ich bekomme jeden Tag Ablehnung von Jesiden, die aus Shingal entführt worden und in Deutschland sind und die Ablehnung bekommen, nur weil die Jesiden sind oder aus dem Irak kommen. Was von Sicherheit im Irak ist, dass der jeder Asylbewerber, der hierher gekommen ist und hat alles ausgegeben, bis zum Punkt, er ist in Deutschland ist und er kriegt eine Ablehnung. Dankeschön. Dankeschön für den Punkt. Bitte sehr, mein Herr hinten. Nur eine ganz kurze Frage. Ich möchte anknüpfen. Dietrich Werner ist mein Name, Brot für die Welt, kirchliche Entwicklungsorganisation der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich möchte anknüpfen an das Stichwort von Vater Emanuel. Sie haben angeknüpft an die Bedeutung der Curriculum- und Bildungsreform. Das ist mir bisher ein bisschen zu kurz gekommen. Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen BMZ, den anderen für Bildung zuständigen Behörden in Deutschland und der irakischen Regierung, um im Blick auf die Entwicklung eines interreligiösen Bildungskurriculums? Das scheint mir einer der Schlüssel zu sein. Bildung ist Schlüssel für Entwicklung, für zukünftige Friedensentwicklung. Was wissen junge Menschen im Irak jesidischer, christlicher, sunnitischer, schiitischer Herkunft über die Geschwister der jeweils anderen Glaubenstradition? Mhm. Soweit mir bekannt, gibt es kein interreligiöses Bildungskurriculum. Mir wäre es sehr wichtig zu erfahren, ob es aus Ihrem Kreis oder aus dem Kreis der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Initiative geben könnte zur Entwicklung eines interreligiösen Bildungskurriculums, mit denen die Wissensbestände der jungen, nachwachsenden Generation im Blick auf die religiösen Traditionen der verschiedenen ethnischen Gruppen im Irak zusammenwachsen können, denn das hat es über Jahrhunderte nicht gegeben. Dankeschön, Herr Werner. Herr Hirte greift beherzt. Ich greife das gerne auf. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, was das Entwicklungsministerium, was BMZ in diesem Bereich macht. Ich weiß, dass Förderung interreligiösen Dialogs und vor allen Dingen auch Förderung, was der Düsen Tekkal ja eben angesprochen hat, gerade von Frauen und Müttern ein ganz zentrales Anliegen bei der Förderung, bei der Entwicklungshilfe oder überhaupt bei der internationalen Zusammenarbeit ist. Ich möchte aber den Punkt nochmal aus dem anderen Gesichtspunkt aufgreifen, weil das ist, was ich eben gesagt habe. Wir brauchen diesen interreligiösen Dialog, wir brauchen den Dialog zwischeneinander, wir brauchen auch die Plattformen, die medialen Plattformen dafür, und das ist das, was wir gestern interessanterweise mit einem afrikanischen Bischof genau diskutiert haben, der uns gesagt hat, er lehrt an einer Hochschule in Kenia
bei der die Moslems auch zuhören und wo er den Christen Grundkenntnisse im islamischen Glauben vermittelt, wie das im Übrigen in der deutschen Schule auch schon seit Jahren der Fall ist. Und die Frage war eben umgekehrt, und wie ist es bei den Moslems? Und genau das sind sie jetzt dort versuchen am Erreichen. Und habe ich gefragt, wie ist der Dialog mit dem Nahen Osten? Leider keiner. Und sie haben dann Drohungen aus Saudi-Arabien bekommen, als dort gehört wurde, dass iranische Moslems nach Kenia gegangen sind, um diesen interreligiösen Dialog zu lernen und zu erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe eben gesagt, wir müssen die Mitte stärken. Und das Problem ist ja, dass alle Religionen eigentlich eine Friedensbotschaft im Grundsatz eint, dass es aber natürlich umgekehrt auch Möglichkeiten und Gefahren gibt, die Friedensbotschaft, die anderen Teile der Religionen gegen andere Religionen auszunutzen und daran zu arbeiten, auch an diesen Plattformen, das glaube ich, das werden wir weiter unterstützen und wir werden auch mit Herrn Müller den Kontakt dann noch weiter suchen, soweit das da nicht schon angekommen ist. Dankeschön, Sie wollen es noch ergänzen? Ja, yeah, I would add that in Iraq we have two schooling and even two curricula. Zwei verschiedene Schulen und Curriculen haben, einmal unter der irakischen Regierung und einmal im irakischen Kurdistan. Im irakischen Kurdistan sind wir offen, da wird jetzt, das werden die Curricula überarbeitet in Zusammenarbeit auch mit den Vereinten Nationen. Bei der Zentralregierung hat man das abgelehnt. Im irakischen Kurdistan sind Menschenrechte Teil des Lehrplans. Es gibt also einen Lehrplan für Menschenrechte, die dort gelehrt werden sollen in den Schulen. Ansonsten, im sonstigen Irak gibt es das nicht. Also auch mit den NROs, wenn man darüber spricht, das ist sehr schwierig. Denn wenn die Regierung eingreift, dann wird es die Abkürzung sein. Also wenn Menschenrechtsfragen Teil des Lehrplans sind, dann macht man das in ein oder zwei Jahren. Wenn es das aber nicht gibt, dann gibt es nur Workshops von Nichtregierungsorganisationen. Da kann man nicht alles abdecken. Das ist also der Unterschied zwischen Bagdad und Kurdistan. Mitglied Gesellschaft Isidischer Akademiker. Ich war selbst kurz nach dem Genozid im Irak, das war im August 2014, und habe die ganze Zerstörung mitbekommen. Aber ich habe nicht nur die Zerstörung mitbekommen. Es gibt ein großes Potenzial von Menschen, die Lehrer sind, die Ingenieure sind, die Bauarbeiter sind, die in der Lage sind, den Wiederaufbau mit zu unterstützen. Häufig geschieht aber ein solcher Wiederaufbau dadurch, dass Aufträge vergeben werden, beispielsweise an Firmen in der Türkei. Und da haben die Menschen vor Ort nicht viel davon. Deswegen rege ich einfach an, dieses Potenzial, was vorhanden ist, zu berücksichtigen, aber auch die ganzen jesidischen Organisationen, die sowohl im Irak arbeiten als auch in Deutschland, ist ein großes Potenzial. Das sollte auch mit in dieser Wiederaufbau berücksichtigt werden. Das ist einfach eine Anregung von mir. Dankeschön, Herr Kisilan. Ja. Meine Herren, insbesondere im Publikum, ich habe eine Bitte. Ich manage das hier und ich fände es schön, wenn Sie der Gerechtigkeit halber einfach warten, bis ich Ihnen sozusagen das Wort erteile, weil ich sehe, wer sich noch gemeldet hat. Okay. Das heißt, jetzt ist dran der Herr dort hinten und ich bitte Sie nicht einfach zum Mikro zu gehen, weil es haben sich schon andere vor Ihnen gemeldet. Okay? Ja, danke. Also bitte sehr, mein Dank, Herr. Vielen Dank, Wings of Help, Luftfahrt ohne Grenzen. Vielen Dank, Herr Brandt, für die freundlichen Worte. In der Tat, die kleineren, die kompakten manchmal auch Organisationen bedürfen schon der Hilfe und Sie sind jemand, der das sehr stark tut. Dafür vielen Dank. Wir sind tatsächlich im Dezember 2014 mit einem großen Flugzeug im Irak angekommen, mitten in der Nacht um zwei und konnten dann, das war der reine Zufall, dass in der Nacht in Schengal die Jesiden befreit wurden, dort in der Tat sehr intensiv helfen, waren in der letzten Zeit immer wieder dort und ich möchte dieses etwas negative Bild nicht teilen, was ich hier eben gehört habe, denn ich habe sehr viele sehr engagierte Menschen dort gesehen, die dort versucht haben zu helfen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, während im letzten Jahr immer wieder in den Lagern von Hasan Sham, also nicht allzu weit entfernt von Mosul, und haben da doch sehr viel Verzweiflung auch gesehen. Ich würde gern mal wissen, ist denn da inzwischen mehr noch passiert? Es ging damals, als wir das letzte Mal im Herbst dort waren, um Kindernahrung, es war zu wenig Kindernahrung da, unabhängig davon, dass die, und ich bin sehr froh, dass das Thema Bildung angesprochen wurde, immer wieder diese große Sorge uns gegenüber geäußert wurde. Was wird eigentlich das für eine Generation? Was werden das für Kinder, die gar keine Schule haben? Was passiert da? Dankeschön. Danke Ihnen. Anybody? Keine neuen Eindrücke?
I didn't touch the point, but I mean, sorry. Also vielleicht habe ich Sie jetzt nicht richtig verstanden, aber wenn es jetzt um Schulen geht, also UNICEF hat sich ja mit den vertriebenen Kindern beschäftigt, um ihnen Schulbildung zukommen zu lassen. Und wir behandeln jetzt arabische Curricula in oder kurdische Lehrpläne, also nicht alle Schulen überall. Und wir haben jeden Tag als CAPNI 3500 Kinder von allen möglichen entlegenen Gebieten abgeholt, um sie in die Schulen zu bringen. Also das Thema an sich habe ich nicht richtig verstanden, aber Schule steht schon auf der Tagesordnung bei den Nichtregierungsorganisationen. Und auch Kirche in Not hat es ja gesagt, also da wurde viel getan. Also tut mir leid, was Sie eigentlich jetzt meinten, habe ich nicht wirklich verstanden. Danke fürs Warten, mein Herr. Sie können jetzt gerne ans Mikro, dann mache ich hier weiter mit Ihnen, mein Herr, und die beiden Damen dann mal und dann geht es mit Ihnen weiter. Danke. Ja, ich glaube, also die Lehrpläne waren schon meine Frage, die wurde vorweggenommen, aber ich denke, es geht um einen langsamen Tod oder man würde schnell helfen wollen. Und ich denke wirklich, wenn nicht schnell und großartig dort in der Ninive-Ebene und auch in den Gebieten, wo diese Minderheiten leben, tatkräftig geholfen werden kann, und zwar mit verstärkten Kräften, wirklich aus der EU. Und dann sehe ich wirklich, ich selber betreue 300 Geflüchtete aus Syrien und Irak, das sind Christen in meiner Gemeinde, und ich sehe da keine Chance, dass sie zurückkehren, wenn da nicht ein großes hoffnungsvolles Zeichen rüberkommt. Dankeschön, das lasse ich so stehen als Ihre Anmerkung. Vielen Dank. Mein Herr, bitte. Ja, mein Name ist Fuad Demir. Ich bin der Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft Orientalischer Christen und Mitglied des Zentralrats Orientalischer Christen und auch Bundesdelegierter der Syrisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland und schwerpunktmäßig mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt. Zunächst mal möchte ich von ganzem Herzen unserem Land danken. Das wird viel zu wenig ausgesprochen. Das, was hier geleistet wird, ist unglaublich und das sollte mal gewürdigt werden. Nicht nur von politischer Seite. Dieses Land hat Millionen von Menschen hier und auch in den Diaspora-Ländern, in den Herkunftsländern geholfen. Wir alle gemeinsam haben das gemacht. Und das ist zu würdigen. Auch die Menschen, die jeden Tag beim BAMF in den Ausländerbehörden, bei den zentralen Ausländerbehörden ihren Dienst tun, die eine schwere Arbeit zu leisten haben, sollten auch hier mal gewürdigt werden. Das zum einen. Ich schließe mich kurz unserem lieben Amil Görges an, mit dem wir auch im Flüchtlingsrat der Syrisch-Orthodoxen Kirche zusammengearbeitet haben. Wenn nicht hier zwei Dinge passieren, sehen wir auch schwere Zeiten auf uns zukommen. Wir müssen den Geflüchteten eine klare Perspektive bieten, sowohl eine jetzige Bleiberechtsperspektive als auch eine zukünftige Perspektive, wenn die Voraussetzungen für eine Rückkehr gegeben sind, auch wirklich gemeinsam, menschenfreundlich und auch auf eine humanitäre Art und Weise eine Re-Resettlement zu ermöglichen. Dafür sind wir bereit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte sehr, mein Herr. Arabische Übersetzung, haben wir hier jemanden? Ja, haben wir. Er ist ein Jeside aus dem Irak und ist ein Vertreter der Zentralregierung aus Bagdad. Er hat eine Frage an mich gerichtet bezüglich der Menschenrechte und wie da die Rolle von CAPNI aussieht. Dann auch noch mal die zweite Frage gleich hinterher. Ja.
Er sagt, die Menschenrechte, die Menschenrechtsorganisationen haben bisher nichts geleistet für die Jesiden. Also, es gab ein Missverständnis. Wir sind ja keine Menschenrechtsorganisation, sondern eine humanitäre Organisation. Und als humanitäre Organisation ist es so, dass 2/3 unserer Mittel an die Jesiden gehen und deren Unterstützung. Daher ist es nicht fair zu sagen, dass wir diese Jesiden nicht unterstützen. المصادر اللي جتنا كن نوجهنا لأهلنا اليزيدية حتى احنا ما نقول اخواننا اليزيدية نقول اهلنا اليزيدية في سنجار وفي سنوني وفي ساحل نينوى في بعشيقة في بحزاني كلها فما بنفرق على اساس الهوية الدينية we don't distinguish the wir machen keine Unterschiede wer hier der Begünstigte ist machen das nicht an der religiösen Identität fest. Okay. Mir ist ganz, nein, Entschuldigung, aber ich muss auf die Zeit gucken und wir haben nicht mehr viel Zeit. Mir ist wichtig, dass auch die beiden Frauen zu Wort kommen. Sie haben sich zuerst gemeldet und dann die Damen in Rot, bitte. Vielen Dank. Es wurde ja heute viel darüber gesprochen, wie wichtig halt auch kommunale Zusammenarbeit ist. Und ich wollte fragen, ob jemand von auf dem Podium weiß, ob es tatsächlich Städte gibt, die halt da vor Ort aktiv sind. Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit mal gehört, dass Amsterdam mit einem Flüchtlingscamp sozusagen, ich glaube im Libanon, so eine Städtepartnerschaft eingegangen ist. Wo denken Sie, also ja, haben Sie von so etwas schon mal gehört, dass wirklich Städte da auch tatsächlich so aktiv sind? Sie haben selber gesehen, die schütteln alle den Kopf. Ich erinnere, der Minister hat das ja so gesagt. Der hat gesagt, schreiben Sie dem Markus und meinte Herrn Grübel oder schreiben Sie mir, dem Gerd. Offenbar könnte der das jetzt beantworten, der ist aber dummerweise nicht im Raum. Aber ich glaube, da können wir hinterher dafür sorgen, dass Sie nochmal... Er hat es gewünscht. Er hat es nur gewünscht, sagt Herr Schirmacher. Wichtiger Punkt, wo offenbar noch viel Bedarf ist. Dankeschön. Die andere Dame gerne und dann, mein Herr, sind Sie dran. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Birgit Ebel. Ich bin hier mit jungen Frauen aus Kurdistan bzw. aus Syrien, die Jesidinnen sind. Wir sind in einer Initiative, die ich vor 4 Jahren gegründet habe. Extrem dagegen heißt die. In Herford sind wir tätig, aber eigentlich auch bundesweit. Vor einem Jahr bin ich auch hier gewesen. Da habe ich einen ähnlichen Beitrag geleistet wie den, was ich jetzt gerade auch nochmal äußern möchte. Also wenn es um eine Zukunft geht für Christen und Jesiden und für Minderheiten und für die Religionsfreiheit, finde ich es unerlässlich, dass an den hiesigen Schulen auch dieses Thema in die Breite geht. Also ich bin Lehrerin an einer Gesamtschule für Deutsch und Geschichte und weit und breit weiß ich wirklich kaum Lehrkräfte, die dieses Thema angehen. Das ist ungeheuer wichtig. Stattdessen erleben wir eine Re-Islamisierung, vielfach von türkisch-muslimischen Schülern. Vielleicht haben Sie das gesehen, in Kontraste am 26. April, ich habe mich da auch geäußert, da wurden wirklich Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren in DITIB-Moscheen, und das ist bundesweit geschehen, das war eine Direktive, aufgehetzt gegen andere Minderheiten, gegen Kurden, gegen die Kurden im Afrin. Und es ist unerlässlich, finde ich, dieses Thema in die Schulen zu tragen. Und da bitte ich Sie, dass Sie darauf pochen, überall da, wo Sie tätig sind, wo Sie mit Schulleitern zu tun haben, dass Sie fragen, wird dieses Thema behandelt? Ich kann Ihnen sagen, es wird nicht behandelt. Das ist meine Erfahrung. Und da wirklich mit Nachdruck nochmal nachfassen. Dankeschön. Vielen Dank. Das geben wir gleich weiter an Herrn Brandt. Ich denke, das ist für Sie ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, absolut. Es ist ein beunruhigendes Thema. Deswegen haben ja auch die Beteiligten hier im Deutschen Bundestag, auch gerade die CDU-CSU-Fraktion, über eine Anzeigepflicht, über Beauftragte, die wir neu eingeführt haben, vor allen Dingen eine Forderung, und das muss in den Schulen passieren, eine Rückendeckung für Lehrer, auch mehr zu investieren in diesem Bereich, auch Lehrer fit zu machen, diese Themen, mit denen sie auch manchmal überfordert sind. Also eine Haltung zu zeigen, dort zu sagen, wir werden es nicht zulassen, weder auf dem Schulhof noch sonst irgendwo, wo Minderheiten in Deutschland diskriminiert oder angegriffen werden. Wir haben das ja in verschiedenen Bereichen. Wir haben Christen zum Beispiel hier in Berlin, wir haben die Angriffe gegenüber jüdischen Mitbürgern,
Wir haben, und das ist ja auch ein Thema, obwohl sie nicht da ist, wird viel über sie gesprochen mit Düsen Tekkal. Ich glaube, dass es richtig, dass es wahr ist, dass wir von mehreren Seiten bedroht werden. Wir werden von außen bedroht, wir werden aber auch von innen bedroht. Und das heißt, glaube ich, dass wir viel mehr investieren müssen, um Menschen zu stärken in Schulen, an anderen Stellen Zivilcourage zu zeigen, ohne Schaum vorm Maul, aber zu sagen und auch klar entgegenzutreten. Sie haben gesagt, extrem dagegen, glaube ich, Stopp, dass das nicht in unserem Land toleriert wird. Ich glaube, das passt auch zu unserem heutigen Thema. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir auch mit jesidischen Organisationen diskutieren. Ich fand im Übrigen sehr wunderbar, dass Sie die Frauen aufgerufen haben, denn ich stelle hin und wieder fest, dass bei verschiedenen Gesprächskreisen vor allen Dingen die Männer das Wort führen. Und in diesen Gesprächen sage ich immer sehr deutlich, dass auch die Frage von Ehrenmorden, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass das in Deutschland nicht irgendeine Nebensächlichkeit ist, die wir folklorisch finden, sondern dass es unsere Art hier zu leben, auch das Thema Genitalverstümmelung, das sind Themen, die nicht nur im Irak sich abspielen, sondern natürlich auch durch Zuwanderung oder auch durch Flüchtlinge zu uns gekommen sind, wo wir auch sehr deutlich sagen müssen, das werden wir nicht akzeptieren. Aber es gibt ja auch eine Reihe von Leuten, die genau deswegen zu uns gekommen sind. Im Übrigen auch viele Frauen, weil sie natürlich genau sagen, das ist nicht die Art, in der wir zusammen leben wollen. Insofern bin ich sehr dankbar für den Beitrag. Ich will noch zwei Bemerkungen machen, zu Themen, die hier genannt worden sind. Zum einen die Frage mit den Städtepartnerschaften. Unseres Wissens gibt es bislang keine, aber es war ja gerade ein positiver Aufruf des Ministers zu sagen, das kann man doch mal überlegen, gibt es Initiativen bei Kommunen, die sagen, wir wollen uns konkret mit bestimmten Kommunen auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre ein lohnender Bereich und ich glaube auch, dass das Thema, das Sie angesprochen haben, zum Beispiel über die Einbindung der Jesiden, das war die erste Wortmeldung, die gemacht worden ist, auch das ist ja einer der Gründe, warum wir als Union sehr stark uns mit den Jesiden nicht über sie, sondern mit ihnen diskutieren und sie heute deswegen eingeladen haben, uns ein paar Hinweise zu geben. Und das, was Sie mit dem Curriculum gesagt haben, das werde ich gerne, Sie geben mir auch nochmal Ihr Kärtchen, an den Bundesentwicklungsminister weitergeben, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich switch wiederum zum Thema Bosnien, da haben wir es mittlerweile so, dass wir ein Gebäude haben, das nennt sich zwei Schulen unter einem Dach. Also der Kroate geht dort rein, der Bosniake geht dort rein und es werden unterschiedliche Lehrpläne gemacht über unterschiedliche Wahrheiten. Und eigentlich gibt es nur eine Wahrheit. In Deutschland würde man sagen, das ist Rassismus. So, und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich wäre Ihnen dankbar, Sie geben mir das Kärtchen und ich werde auch weitergeben, dass wir in den Gesprächen der Bundesregierung mit den Partnern im Irak darauf hinwirken, diesen Weg zu unterstützen. Den muss natürlich auch der Irak dann auch selbst gehen. Dankeschön. Herr Hirte, noch kurz dazu, bitte. Ja, ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir die polizeiliche Kriminalstatistik um religiös motivierte Taten aller, gegen alle Religionen ergänzt haben. Und das, was die Lehrerin hier eben gesagt hat, das bestärkt mich in der Richtigkeit der Forderung von Volker Kauder, die er im Zusammenhang mit antisemitischen Straftaten hier in Berlin noch vor wenigen Tagen gebracht hat, für Schulen eine gesonderte Meldepflicht darüber hinaus einzuführen. Denn wenn nur Straftaten, die verurteilt werden, am Ende verfolgt und in der Statistik aufscheinen, dann ist das zu wenig. Die Vorfeldprophylaxe, das ist das, was wir machen müssen. Und da werde ich das gerne aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Mhm, Dankeschön. Und mein Herr, danke fürs Warten. Sie haben das letzte Wort aus dem Publikum. Ja, liebe Herren und Damen, Aziz Kalaş mein Name, bin Vorsitzender Kongress der Jesiden weltweit e.V. Ich bin sehr zufrieden, heute eine Chance habe ich jetzt im Deutschen Bundestag und dann mit lieber Politikern und dann lieber Zuschauern meine Meinung und dann Meinung von meinem Volk sagen. Und das ist sehr wichtig. Viele Leute wissen nicht, europäische Leute natürlich, die wissen nicht, wie viele Völkermorde immer Jesiden das haben erlebt. Und letztens 2014, der 3. August, was passiert mit Jesiden, das ist richtig. Der Herr Politiker hat ganz genau, Herr Brandt hat gesagt, das ist ein Völkermord, weil so ein Völkermord, ich glaube, viele Leute haben das immer Geschichte gelesen, aber so ein Völkermord, was mit Jesiden in Sinjar passiert, das ich habe selber nicht gehört und dann nicht gelesen. Das ist sehr, sehr schrecklich. Und dann bis heutzutage, das ist schon nach ein paar Monaten wird 4 Jahre und die Jesiden jetzt brauchen sehr dringend Hilfe. 4 Jahre
im Zelt und dann so überwintern und dann so eine Situation, muss man das, normaler Mensch kann nicht sowas vorstellen. Das ist sehr, sehr schwer. Und dann, wie kann ein erwachsener Mensch sehen, wie kleine Baby, kleine Kind oder ein sogar älterer Herr oder ältere Dame, der hat absolut keine medizinische Hilfe, kann man sagen, nichts. Kann man sagen, essen zu essen und dann anziehen auch nichts. Das ist sehr, sehr schwer natürlich. Aber sowas in 2018 jetzt, man kann nicht normal vorstellen. Und diese Hilfe natürlich ist es sehr, sehr dringend. Und jesidische Volk, es ist ein sehr, sehr alter Volk. Wer kennt Jeside? Der Herr ganz deutlich hat gesagt, der Pastor hat gesagt, 2000 Jahre, aber kann man sagen noch mehr, weil die haben seine Geschichte, jesidische Volk, das war vor, kann man sagen, alle anderen Araben und dann christlichen und anderen Folgen, aber leider bis jetzt, die sind nicht anerkannt. Das ist sehr schwer in Deutschland, wollte ich nur sagen, danke. Als Vorsitzender des Kongress der Jesiden weltweit, ich wollte nur sagen, als Jeside, das ist nicht nur meine Meinung, weil viele Leute kommen hier in der 3. August, wird wieder nochmal das geplant, viele Leute kommen, alle sind Jeside und dann die sagen laut, die sagen ganz frei, die sagen, wir wollen Freiheit haben, wir wollen ganz genau deutlich sagen, wer sind wir? Wir sind Jesiden erst, wir haben unsere Muttersprache zwei, wir sind auch Menschen, Existenzrecht, wir haben auch und das Völkermord, bitte, das Völkermord, so ein Völkermord, muss das anerkannt werden und ganze Dankeschön. Welt. Mein ich Herr, bedanke mich, danke schön. Ich danke Ihnen, Sie haben nochmal sehr deutlich gemacht, warum wir ja heute hier sind, weil wir die Situation Ihrer Glaubensgemeinschaft ja beleuchten wollen und ich glaube, jeder hier im Raum weiß auch, was Ihrem Volk widerfahren ist. Völkermord wurde es genannt. Dankeschön dafür, dass Sie uns nochmal in Erinnerung gerufen haben. Meine Damen und Herren, ich weiß, es ist noch Redebedarf, ich weiß aber auch, wir sehen uns gleich draußen weiter. Irgendwann muss ich hier einen Schlusspunkt setzen, das tue ich jetzt und zwar nur einen halben, weil den ganzen Schlusspunkt wird uns der Vizepräsident des Deutschen Bundestages setzen, Hans-Peter Friedrich. Ich bin vorhin in einen Fettnapf getreten, ich wollte ihn lustig anmoderieren und sagte, Sie waren doch Messdiener und er sagte, um Gottes Willen, ich bin ja kein Katholik. Um Gottes Willen haben Sie nicht gesagt? Nein, Sie haben nicht... Das war nur mein Gefühl. Ich dachte, um Gottes Willen, Sie sind ein viel zu guter Christ, um das zu denken. Hans-Peter Friedrich also wird das Schlusswort machen. Ich darf aber Ihnen, meine Herren, ganz herzlich danken für eine lebendige Diskussion und für Ihr Engagement und dafür, dass das Frühlingsgras keimt, wenn man Ihnen zuhört. Und ohne Hoffnung geht es nicht. Danke sehr. Danke Ihnen. Ja, liebe Frau Sambrotzki, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich kann Ihnen versichern, wenn ich katholisch wäre, wäre ich ein sehr guter Messdiener gewesen und ich fühle mich darüber hinaus der katholischen Kirche auch in besonderer Weise verbunden, ohne dass ich jetzt Mitglied bin. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die wirklich sehr eindrucksvolle Diskussion aus dem Publikum, aber auch hier auf dem Podium. Für jemanden, der sich nicht täglich mit diesen Fragen auseinandersetzt, eine sehr plastische und sehr klare Darstellung dessen, was wir an Herausforderungen im Nordirak sehen. Und mir bleibt eigentlich am Schluss, bevor Sie zu den allgemeinen Gesprächen dann draußen sich treffen, nur Dank zu sagen. Und ich will beginnen mit einem ganz, ganz herzlichen Dank und gut, dass er nicht mehr da ist, denn er hasst Heldenverehrung in eigener Sache. Einen ganz herzlichen Dank an Volker Kauder. Er hat als Politiker, ich glaube wie kein Zweiter, die Frage der verfolgten Christen und der verfolgten Menschen, gläubigen Menschen auf der ganzen Welt zu seiner Herzensangelegenheit gemacht und wir verdanken ihm, glaube ich, sehr viel. Auch, dass aus der deutschen Politik heraus und nicht nur aus unserer Fraktion, sondern aus dem Deutschen Bundestag heraus dieses klare Signal auch kommt, dass das unser Thema ist, dem wir uns auch widmen und ein Thema, das wir auch ernst nehmen müssen. Von ihm stammt der Satz, dort wo es keine Religionsfreiheit gibt, gibt es keine Freiheit. Und das hat Gerd Müller vorhin, glaube ich, auch in einer sehr klaren Deutlichkeit gesagt. Der überwiegende Teil der Menschheit glaubt an einen Gott oder zumindest an eine Macht außerhalb seiner eigenen Existenz. Und
Ich glaube, man muss sich schon vor Augen halten, dass das etwas ist, was für die religiösen Menschen existenziell ist, wenn sie in ihrem Glauben unterdrückt werden, in dem Leben ihres Glaubens hin zur Transzendenz, dann werden sie ihrer Freiheit beraubt. Und das ist ein Thema, dem wir uns annehmen müssen. Und der Volker Kauder hat das erkannt, so wie Gerd Möller das auch beschrieben hat. Und wir verdanken übrigens auch den Beauftragten Markus Grübel der Initiative von Volker Kauder. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Herr Meining, für diesen Film, der auch eine These bestätigt hat, die ich immer vertreten habe. Meine Damen und Herren, wir können Gesetze machen und Verträge schreiben und alles Mögliche aufschreiben an Vorschriften. Wenn es keine Sicherheit gibt, dann gibt es auch keine Freiheit. Was immer auf Papier geschrieben steht, hilft nicht weiter, wenn es niemanden gibt, der es auch durchsetzt. Und deswegen ist dieser Sicherheitsaspekt, lieber Meining, vielen Dank für Ihren Film, von entscheidender Bedeutung. Und dass die Menschen nicht mehr zurückkehren wollen, wenn sie keine Sicherheitsperspektiven haben und auch keine ökonomischen Perspektiven, zeigt im Grunde schon auf die politische Aufgabe, vor der wir stehen, nämlich beides sicherzustellen, Sicherheit auf der einen Seite und wirtschaftliche Entwicklung. Lieber Erzdiakon Iokana, vielen Dank für Ihre Ausführungen hier auch und für Ihr Engagement vor Ort, auch Baron Heremann von Zückwick, herzlichen Dank für Ihren Einsatz und dem Einsatz Ihrer Organisation. Ich denke, dass die Kollegen hier auf dem Podium auch noch einmal den politischen Rahmen abgesteckt haben und ich will versuchen, das noch mal kurz zusammenzufassen. Das Ziel, vor dem wir stehen und das politische Ziel, das wir haben müssen, ist, dass die Menschen im Nordirak in ihrer Heimat bleiben können und in ihrer Heimat ihren Glauben leben können. Das ist das große politische Ziel. Wir wollen keine Entchristlichung des Nordirak. Wir wollen nicht, dass die Menschen rausgehen aus ihrer Heimat, sondern dass sie bleiben können in ihrer Heimat. Das ist ein entscheidendes Ziel. Das zweite politische Ziel ist, der Irak ist ein Stabilitätsfaktor in der Region. Und deswegen haben wir ein großes politisches Interesse daran, als Deutsche und Europäer, dass er auch stabil bleibt. Und er kann nur stabil bleiben, wenn das passiert, was vorhin beschrieben worden ist, nämlich ein Ausgleich zwischen der Vielzahl der Religionen und der Völker, die dort in diesem Bereich leben, herzustellen. Die Maßnahmen, die wir treffen müssen, um diese Ziele zu erreichen, das Wichtigste, ich glaube, das ist heute deutlich geworden, to keep hope alive. Das ist das Allerwichtigste. Wir müssen den Menschen die Hoffnung lassen und ich hoffe nicht, dass der Diskutant vorhin recht hat, dass es für diese Menschen keine Hoffnung gibt, sondern wir haben gemeinsam die Aufgabe, ihnen diese Hoffnung zu geben und wir wollen mit diesem Kongress heute auch ein bisschen ein Signal senden, das da heißt, ihr seid nicht allein und wir wollen an eurer Seite sein. Ich glaube, das ist wichtig, das auch von der deutschen Politik zu formulieren und klar zu sagen. Das Zweite aber ist, natürlich brauchen die Menschen vor Ort konkrete Hilfe, wirtschaftliche Hilfe, materielle Hilfe. Gerd Müller ist, glaube ich, sozusagen der lebende Beweis dafür, dass wir dazu bereit sind, in großem Umfang das auch zu tun, nach unserer Kraft, die uns zusteht. Und ein Aspekt war heute auch noch wichtig bei dem, was Sie gesagt haben, nämlich unsere Wirtschaft zu ermutigen, dort zu investieren, wo sie mit ihrem Investment auch Stabilität schaffen können und das auch zu einem Kriterium bei ihrem Investment zu machen, diese Ermutigung in unsere Wirtschaft zu bringen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir berücksichtigen sollten, vielleicht stärker, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Druck auf die Regierung ausüben in Erbil wie in Bagdad, auf eine neue Regierung. Am Ende werden wir natürlich nicht diejenigen sein, die die Regierung im Irak bestimmen, sondern das wird das irakische Volk selber sein. Aber wir müssen schon die Erwartungen an diese Regierung klar formulieren und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, dass wir das tun wollen. Und damit sind wir im Grunde schon am Ende dessen, was wir national auf deutscher Ebene tun können. Ich glaube, eine zweite wichtige Ebene ist, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass es eine europäische Aufgabe ist, nicht nur im Nordirak, sondern darüber hinaus der Christenverfolgung, der Verfolgung von Jesiden
ein Ende zu bereiten. Und wir müssen, und das ist das große politische Ziel, das übrigens heute auch in der Haushaltsdebatte immer wieder diskutiert wurde, wir müssen dafür sorgen, dass die Europäische Union nicht nur eine Vielzahl kleiner Regionalmächte, sondern die Europäische Union ein großer politischer, ökonomischer Player in der Welt wird. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, denn sonst können wir diskutieren und für richtig oder falsch halten, was immer wir wollen. Wenn es niemanden gibt, der es auch politisch durchsetzt, dann haben wir mit all unseren Diskussionen wenig gewonnen. Und deswegen ist die große Herausforderung, Europa zu einem Player zu machen, zwischen all den Mächten, die heute agieren, und damit auch das zu erreichen, was wir für die Christen und Jesiden im Nordirak erreichen können, und Führung auszuüben. Sie haben das vorhin gesagt, Führung auszuüben in Europa. Meine Damen und Herren, es ist uns nicht gelungen, bei dem Schreiben der europäischen Verfassung den Gottesbezug durchzusetzen. Aber wir sollten nicht nachlassen, auch deutlich zu machen, dass dieses Europa nur gedacht werden kann mit einem Gottesbezug. Und dass es für uns eine wichtige Aufgabe ist und eine wichtige Herausforderung sein muss, auch in der Welt für diesen Gottesbezug zu streiten und einzustehen. Und deswegen glaube ich, sollten wir auch dafür sorgen, dass in diesem gemeinsamen Europa das Thema Christenverfolgung, Verfolgung von Menschen wegen ihres Glaubens, ein Thema, ein politisches Thema wird und Gegenstand auch der außenpolitischen Debatte und des außenpolitischen Handelns. Dieser Kongress war ein kleiner Mosaikstein auf einem langen Weg, den wir zu gehen haben, aber es soll eine Botschaft sein. Eine Botschaft der CDU-CSU-Fraktion, eine Botschaft hier aus dem Deutschen Bundestag, dass wir gemeinsam mit allen Akteuren, die auch heute das Wort ergriffen haben, etwas tun wollen für die Menschen im Nordirak. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Und ich weiß nicht, ist es jetzt Ihr Job oder meiner, zu sagen, das Buffet ist eröffnet, bitte begeben Sie sich nach draußen.